Guten Tag beisammen. Ich wurde schon gefragt, ob ich einen ähnlichen Vortrag wie im Europaparlament halte, der hieß Time is Up, oder wie bei der Republika in Berlin. Ich habe den komplett neu gemacht für euch und auf den, ja, und auf den Stand der Dinge gebracht. Es wird für euch wahrscheinlich jetzt sehr viel tatsachenlastig sein, deswegen zeichnen wir den auf. Falls euch das interessieren sollte hinterher, könnt ihr euch das nochmal raussuchen, weil teilweise die Quellen, die sind zwar nicht schwierig zu finden, aber es ist halt lästig, die dann jeweils aufzubereiten. Also deswegen könnt ihr, wenn ihr möchtet, könnt ihr die dann einfach da nachschlagen. Ihr braucht euch also nichts aufschreiben oder merken oder sowas. Wie gesagt, wir zeichnen es eh auf. Also normalerweise bin ich Kriminalbiologe. Das hier ist das Logo und das soll bedeuten, der Kriminalfall ist, wie er ist. Der ist ein Fall und ist einzigartig und hat so seine Eigenschaften. Und das wäre jetzt in dem Fall unsere Erde. Das ist der Einzelfall, natürlich nicht in Totenkopfform. Und wir messen jetzt. Also diese Löcher hier, das soll nicht sein, ich sein, der schlau ist und in die Welt guckt oder so. Im Gegenteil, sondern ich gucke neugierig. Beziehungsweise die Welt guckt neugierig durch diese Löcher, die ich da reinschlage, rein. Also ich bin als Kriminalbiologe, als Forscher, Forscherin, Klimawissenschaftler, Klimawissenschaftlerin, was auch immer, bin ich derjenige, der nur die Löcher schlägt und da mal guckt, welche Messungen da reinfallen. So ist das bildlich gemeint. Also das will ich jetzt mal machen für euch und will euch ganz, ganz, ganz viele Messungen zeigen. Ich weiß, das ist super viel Zeug, aber ihr werdet gleich sehen, warum ich das so machen möchte, weil halt immer noch einfach nichts passiert, obwohl jetzt, wir sind jetzt eigentlich beyond measures, wenn man so will, also jenseits des Messbaren. Ihr seid natürlich unterwegs für den NABU immer hier extra schön verpixelt. Ich hab's großgezogen, ist ein pixeliges Tier. Und der Stand ist wirklich von heute. Also ich habe es extra so gemacht, dass ich gestern und heute noch neue Sachen rausgesucht habe. Ich arbeite weltweit. Ich habe zum Beispiel das erste Labor für genetische Fingerabdrücke in Vietnam und in den Philippinen aufgebaut und habe auch früher in den USA gearbeitet. Das heißt, ich sehe auch möglicherweise mehr als manche andere Leute, was Veränderungen angeht. Also ich komme an denselben Ort wieder, weiß ich nicht, in Rumänien oder in New York oder sonst wo in Kolumbien und sehe aber dann auch immer die Veränderungen oder in Dresden oder in Stuttgart oder sonst wo in Hintertupfingen. Eine Sache, die vielleicht schon wieder vergessen ist in dem Zusammenhang, ist, könnte diese hier sein. Das ist nicht lange her, das ist in New York, in der Subway. Das war kein Wasserrohrbruch oder sowas, sondern das war Regen, ganz normaler Regen. Und dann haben hinterher alle gesagt, ja, da muss man das halt besser bauen und so, aber ich meine, es ist halt auch noch nie passiert, dass auf einmal die ganze Stadt so unter Wasser stand. Und klar kann man alles besser bauen, aber ihr ahnt schon, das Problem ist, irgendwann kommt man auch baulich und so weiter, kommt man also an seine Grenzen. Die Bilder sind, wie gesagt, längst schon wieder vergessen, ne, weil mittlerweile gab es schon wieder Erdbeben und irgendwelche anderen Katastrophen, sodass man sich das gar nicht mehr vor Augen führt, dass einfach die Infrastruktur zusammenbricht. Gleichzeitig, das habt ihr vielleicht auch nicht mitbekommen, gibt es jetzt bereits die ersten Bauprojekte, die so Science-Fiction sind, dass man jetzt wirklich denken würde, entweder hat ja jemand den Verstand verloren oder das ist eine Satire oder so, ist aber nicht der Fall. Das ist das aktuellste Projekt. Wahrscheinlich schon von gehört. Es gibt zwei Projekte, die derzeit gemacht werden. Das eine ist so ein großer Cube, das andere ist diese Line, die ist auch schon im Bau befindlich. Und das ist natürlich kompletter Bullshit für die von euch, die aus dem biologischen Bereich kommen, wissen, ich meine, wie soll man das versorgen mit Energie, mit sauberem Wasser, mit Leuten, die das bauen. Ich meine, in dieser Line können ja offensichtlich nur wenige Leute wohnen, also auch wenn es Tausende oder Zehntausende sind. Aber ich meine, jeder, der eine Satellitenstadt irgendwo in Deutschland schon mal gesehen hat, weiß, und die sind gut versorgt. Die haben keine Wasser-, Energie- und sonstigen Zufuhrprobleme, die haben soziale Schwierigkeiten. Da werden also dann die Reichen wohnen, die sich das leisten können. Aber wer soll die versorgen? Das ist Quatsch, ne? Wir machen das so hier, dass ich eine andere Aktion begleite, also nicht das, was ihr macht, sondern ich versuche einfach alle möglichen Menschen, egal wo die herkommen, was sie wissen, wozu die Bock haben, ob die Insekten oder Spinnen unterscheiden können oder nicht oder ob die ekelig oder gruselig finden. Wir machen ja diesen Insektensommer, das habt ihr vielleicht schon gehört, und sammeln dann überall die Tiere ein. Und das habe ich war so das Gesicht der Aktion, als der NABU sich entschlossen hat, das mal so ein bisschen
größer zu machen. Und dann haben uns die Leute also alles Mögliche an Tieren geschickt. Hier, das sind so Ölkäfer, das ist eine blaue Holzbiene, das ist eine Wanze, die ist wirklich so Gold am Hintern. Das ist natürlich eine Fledermaus, kein Insekt, ist egal. Ne, wie gesagt, wir sind da sehr großzügig. Und das hat mich umgehauen. Das hat mich umgehauen, was die Leute da gesehen haben. Aber was mich noch viel mehr umgehauen hat, das war was ganz anderes. Also das ist nicht bei Naturgucker hauptsächlich gelandet. Sag ruhig. Achso, das war, wann das war mit der ganzen Zeitung. Das ist jetzt über die letzten 3 Jahre gelaufen. Und dann ist Naturgucker mit G, also Naturgucker vom NABU entstanden. Da können die Leute dann ein bisschen hochwertigere Fotos einstellen. Bei uns können die aber auch einfach nur so, auch wenn die gar nicht jetzt richtig lesen und schreiben können oder wollen oder irgendwie, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Oder wenn das Foto schlecht ist, wenn kein Maßstab drauf ist, ist alles egal, keine gute Kamera, dann stellen wir das trotzdem online. Das ist unabhängig vom Naturgucker, das mache ich auf meinen Insta- und auch Facebook-Seiten. Das funktioniert erstaunlicherweise auch auf Facebook. Kann auch an der Altersgruppierung liegen, kann aber auch daran liegen, dass bei Facebook natürlich die Leute auch immer noch so Gruppen bilden, so Gartengruppen und sowas ähnliches. Und was da passiert ist, ist, dass auf einmal die blaue Holzbiene, die ich vorhin schon gezeigt habe, hier von der NABU-Webseite, das war jetzt Januar 2022, fliegt sie wieder. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, wo kommt die eigentlich her? Ich meine, ich bin Biologe, ne? Ich mache das seit 30 Jahren und ich habe mir gedacht, habe ich noch nie gesehen, noch nie. Kommt die auf einmal her? Das ist ein wärmeliebendes Tier, haben alle gesagt, ach, das ist aber schön, das war im ersten Jahr. Das ist aber prima. Dann eine launige Überschrift, Hauptsache Holz vor der Hütte, ne, weil es eine Holzbiene ist. Ja, wow. Und die blau-schwarze Holzbiene brummt auf Streuobstwiesen und Gärten, ist natürlich auch ein NABU-Thema. Aber das eigentliche Thema ist, die liebt die Wärme. Und dann trat die auf einmal auf. Wir wissen sehr genau, wo die Leute das fotografieren, weil die sind ganz begeistert und schicken das. Dann trat die auf einmal irgendwo in Norddeutschland auf und dann wird es so langsam seltsam, weil wärmeliebend und Norddeutschland. So, okay, das war im ersten Jahr. Dieses Jahr, weil ich es ja so aktuell wie möglich machen will, schicken mir die Leute auf einmal die ganze Zeit Fotos von Gottesanbeterinnen. Und dann habe ich gesagt, okay, also jetzt das mit der Holzbiene, okay, ne? Irgendwelche Gärten, Stuttgart ist warm, Freiburg ist warm und so weiter, mag ja sein. Aber wo kommt jetzt auf einmal die Gottesanbeterin her? Und dann steht jetzt hier schon von NABU, Gewinnerin des Klimawandels. Das ist sehr freundlich formuliert, ja, es ist eine Gewinnerin des Klimawandels. Die Frage ist nur, wie können sich so schnell die Bedingungen ändern, dass Tierarten aus dem Mittelmeerraum, das sind alles Mittelmeerarten, werdet ihr gleich sehen, innerhalb von 1 bis 3 Jahren aus dem Mittelmeerraum bis nach wörtlich Nord- oder Ostfriesland durchdringen können. Wie geht das? Das ist, sowas gab es noch nie. Ich also in der mir bekannten Geschichte der Naturkunde, das geht so bis ungefähr 1560 zurück, gibt es das nicht. Ist noch nie passiert, noch nie. Und das letzte Tier, das habt ihr dann spätestens 2022 oder 2023 jetzt kennengelernt, das ist die Nosferatu-Spinne. Manche Leute sehen hier ein Nosferatu-Gesicht drin, okay. Deswegen heißt sie so. 16.000 Nosferatu-Spinnen von Freiburg bis Rendsburg gemeldet und ist stärker verbreitet als bekannt. Das kann man eben dann über Naturgucker sehr schön nachvollziehen, weil die Fotos gut genug sind und durch dieses Gesicht, ich sehe das jetzt nicht, aber manche Leute sehen da, wie gesagt, so ein Vampirgesicht. Seht ihr das? Keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall kann man die sehr leicht unterscheiden. So, und... Du siehst es? Ah, okay, perfekt. Ja, okay. Also gut, das ist eine Frage der inneren Einstellung. Und Das innere Nosferatus, genau. Und also das ist aus biologischer Sicht, ich meine, die von euch, die Biologinnen und Biologen sind, die werden das jetzt nicht komisch finden, aber für alle anderen ist das so wie, das ist nicht gut. Also es geht nicht um normal oder unnormal, aber das ist nicht gut. Wie kann sich denn bitte das Wetter, das Klima, das Mikroklima, die Feuchtigkeit, die Temperatur so schnell ändern, dass Arten, die aus einem völlig anderen Lebensraum kommen, innerhalb von, sagen wir mal jetzt von 2020 bis 2023, komplett durchwandern bis nach Nordeuropa. So, dann gleichzeitig passieren jetzt noch andere Sachen. Ich nehme jetzt extra aktuelle Sachen, deswegen, das hat sogar die Bild berichtet hier, am 22. März diesen Jahres, also vor 3 Tagen, 4 Tagen. Das ist eine sehr große Spinne, das ist ein Bein, ungefähr 30 cm lang. Ja, genau. Die lebt aber gerne unter der Erde und baut dann so eine Falle. Und deswegen war die also nicht bekannt, die ist neu entdeckt worden und ist gleichzeitig, und das ist das Interessante jetzt, ist direkt vom Aussterben bedroht. Ne? Da steht es schon, ist schon vom Aussterben bedroht. Und zwar, jetzt wird es interessant, durch den sogenannten Habitatverlust, also den Verlust von Lebensräumen. Und das ist genau das, wofür der NABU sich natürlich auch immer versucht einzusetzen. Wie können wir Lebensräume erhalten, sodass, egal ob die Arten entdeckt sind oder nicht, und ehrlich gesagt auch egal, ob sie gefährdet sind oder nicht, und vor allen Dingen fucking egal, ob sie niedlich sind oder nicht, oder knuddelig oder große Augen haben oder sonst irgendwas, dass einfach die biologischen Netze erhalten bleiben. Und das ist so der Stand der Dinge und jetzt passiert gleichzeitig etwas, worüber ich euch dann ein paar Informationen geben will, die ihr dann, wie gesagt, hinterher euch nochmal angucken könnt. Eine Sache, die ich sehr lange gehört habe, während Corona ist, bei mir kommt immer Wasser aus der Leitung,
Ich weiß nicht, wie das hier auch nur ansatzweise wie in einer trockenen, verdorrten Gegend oder gerade im Mittelmeerraum oder in der Wüste sein soll. Und dann kommt die Meldung, 4. März diesen Jahres, also vor 20 Tagen, der Wasserhahn abgedreht, Winterdürre in Frankreich, die Flüsse sind alle komplett leer. Ihr habt die Bilder letztes und vorletztes Jahr gesehen, wo teilweise nur noch so Rinnsale drin waren oder auch ersten ausgetrockneten Flüsse waren. Jetzt ist es eine offizielle Dürre und zwar eine auf dem höchsten Dürrestadium, den es überhaupt gibt. Danach kommt überhaupt nichts mehr. Normalerweise macht man das dann so von den Behörden her, dass man eine neue Stufe einführt. Also dann wird einfach heimlich, sagen wir mal, es gab 4 oder 5 Stufen, dann führt man eine 6. Stufe ein, damit es nicht die höchste ist. Das hat man aber hier gar nicht gemacht. Man hat hier gesagt, mehr Dürre geht überhaupt nicht, weil ich meine, kein Wasser ist kein Wasser. Ne? Das kann man auf verschiedenen Tiefen jetzt machen, das werdet ihr gleich noch sehen. Aber nicht nur, dass das Wasser verschwindet, sondern es wird auch wärmer. Und das betrifft nicht nur die Meere, was ihr vielleicht schon gehört habt, sondern hier, Meldung vom 8. März, die alpinen Wässer erwärmen sich. Und das ist natürlich alles schwierig zu messen, weil das sehr kleine Temperaturschwankungen sind. Aber insgesamt, merkt ihr schon, das kommt von mehreren Enden. Also wir haben insgesamt Klima, Temperatur, sonstige Verhältnisse wie Mittelmeerraum, ohne dass ihr das vielleicht jetzt sofort merkt. Ne? Dann haben wir eine Dürre und dann haben wir eine Erwärmung der Gewässer. Na okay, das hat auch seine Vorteile. Ich wurde vorhin schon gefragt, ob ich nicht was Kriminalistisches sagen kann. Kann ich. Durch die Vertrocknung ganzer Seen, also wir reden jetzt von Flüssen, die haben ja Zuflüsse, das ist schon krass genug. Seen haben natürlich auch Zuflüsse, aber da bewegt sich das Wasser nicht immer so schnell drin, je nach See. Werden natürlich auch Leichen freigelegt, hier zum Beispiel Mafia-Leichen. Also das ist natürlich ganz praktisch für uns. Da werden die alten Leichen in Lake Mead, also in der Nähe von Las Vegas, die zu den Hochzeiten der italienischen Mafia in den USA da waren, die werden dann freigelegt. So gesehen, das ist, glaube ich, der einzige Vorteil an der Dürre. Da wurde erst eine Leiche gefunden und dann nach und nach noch eine und dann noch eine. Also jetzt ist schon die dritte einbetonierte italienische Mafia-Leiche gefunden worden. Aber ihr könnt euch vorstellen, gleichzeitig sterben natürlich sehr viele Menschen, die nicht einbetoniert wurden vor Jahrzehnten, nämlich die ganzen Leute, die jetzt nichts mehr zu essen oder zu trinken oder als Lebensunterhalt oder durch Migrationsbewegungen, was da alles passiert, an unschönen Dingen und Traumatisierung, sterben dadurch und durch die Hitze. Ne, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Hitze tötet wesentlich mehr Menschen als zum Beispiel jetzt Verkehrsunfälle oder sowas. Also jetzt schon, ne, ich rede überhaupt nicht von der Zukunft, ich rede nur von dem, was jetzt gerade aktuell passiert. Und dann denkt man vielleicht, ja gut, okay, das ist so das klassische Argument, ne? Ja, mein Gott, es gibt halt immer Schwankungen und so, so ist es aber nicht, das sind keine Schwankungen, sondern das ist weltweit so. Hier zum Beispiel die Meldung Extremwetter aus der Time, das ist hier oben ein bisschen abgeschnitten von dem Beamer, aber ich kann das immer dazu sagen, welche Zeitung das ist. Von China bis Europa geht die Klimaveränderung weiter und ihr könnt das sehen, absolutes, totales Brachland, also das ist, kann man nicht mal als Wüste bezeichnen, das ist einfach am Arsch, also das sind tote Biosysteme, da kann man nicht wie, ihr kennt, wenn ihr was, ach nee, ihr kennt, es gab mal so einen angeblich niedlichen Disney-Film, die Wüste lebt, dann regnet es und dann kommen dann auf einmal lauter Pflanzen aus der Wüste, eine Wüste ist ein intaktes Biosystem, ne? Aber das hier ganz bestimmt nicht. Also das hier ist einfach nur tot. Das ist so, als ob ihr verhungert oder verdurstet. Da kann man auch nicht sagen, ja, nee, das sind Schwankungen, ne? Sondern das ist nicht so gut. Gleichzeitig passierte jetzt was total Verrücktes, das war vorgestern. Und das ist jetzt was euch auch in Gesprächen dann passieren kann, wenn ihr mit Menschen sprecht. Ist alles getrickst, alles gelogen, alles gelogen. Und zwar wie ein Forschernetzwerk die Kipppunktwarnung in die Debatte trickste. Super geil. Man kann die Eurowings-Werbung nicht wegklicken bei der Welt. Das ist die Welt. Warte mal, ich muss jetzt die Beamer echt mal was tiefer stellen, sonst muss ich immer dazu sagen, welche Zeitung das ist. Da könnt ihr das sehen. Und ich finde es wirklich lustig. Also man wird gezwungen, immer die Eurowings-Werbung dabei anzugucken. Und ihr habt ja vielleicht schon mal gehört, dass natürlich die Verbrennung fossiler Brennstoffe nicht so optimal ist. Man muss sagen, der Flugverkehr ist jetzt sicher nicht der Haupttreiber, garantiert nicht. Das kann ich euch am Ende vielleicht noch zeigen. Aber es ist trotzdem so, dass man natürlich das vielleicht nicht gerade passenderweise zu dieser Meldung macht. Und jetzt seht ihr hier so eine schöne Grafik. Die Grafik ist auch nicht ganz abwegig, das werdet ihr gleich sehen. Aber was hier also jetzt mitgeteilt werden soll vor 2 Tagen, es gibt immer Schwankungen. Das ist diese klassische Klimamärchenlüge. Und man muss sich nicht so aufregen, da muss man halt durch. So ist das wie alles im Leben, es geht auf und ab. Und dann habe ich mir den Artikel mal durchgelesen und habe mir gefragt, es wird übrigens immer geiler. Ich habe dann versucht, die Werbung wegzuklicken, dann wird sie immer größer. Mann! So, dann habe ich mir gedacht, komisch, da habe ich noch nie was von gehört. Also es stimmt zwar, dass der Kollege, der deutsche Kollege, der den Artikel, den berühmtesten Kipppunktartikel, den ursprünglichen geschrieben hat, so gesehen stimmt das also, den hat er geschrieben als so eine Art Einstandsbeitrag in der betreffenden sehr, sehr guten wissenschaftlichen Zeitschrift. Aber das heißt ja deswegen jetzt noch nicht, dass es nicht stimmt oder so. Und der Weltklimarat hätte angeblich auch geschrieben, das ist umstritten mit den Kipppunkten und das weiß man nicht. Ne? Also das ist jetzt die neue Diskussion, die ihr auf jeden Fall hören werdet.
wenn ihr mit Menschen sprecht demnächst. Dann könnte man jetzt einfach mal googeln so ein bisschen, also jetzt nur bei normalen Zeitschriften bleiben, hier ist der Spiegel, das sind die gefährlichsten Kipppunkte. Hä? Also auch nicht lange her, vor 3 Monaten, also Moment mal, gibt es jetzt Kipppunkte oder gibt es keine Kipppunkte? Das ist doch jetzt merkwürdig. Und wenn man da weiterliest, dann, warte mal, da komme ich gleich zu, dann liest man eben 97 Mal steht der Begriff Kipppunkt im ersten Band des Weltklimaberichts. Das ist nicht der, der jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist, der Gesamtzusammenfassungsbericht, zu dem komme ich gleich noch. Aber trotzdem, das finde ich schon mal seltsam, also wenn das so umstritten und unglaubwürdig ist, wieso schreibt die Welt das? Und das zweite ist, in der Science steht auch was darüber. Und so in der Science ist es jetzt so, da gibt es jetzt keine Gefälligkeitsbeiträge und auch keine Einstandsbeiträge. Das ist die beste naturwissenschaftliche Zeitschrift, die es gibt. Also wenn man irgendwie, also ich zum Beispiel, ich könnte da bestenfalls mal so eine Buchrezension oder sowas unterbringen, ja. Ansonsten, wenn ich denen was schicken würde, würden die einen Lachkrampf kriegen und würden sagen, ja, okay, sehr witzig. Also das ist absolut nur für Spitzenforschung. Und gleichzeitig, wenn man googelt, liest man eben von diesen Kohlenstoffbomben, die irgendwo hochgehen und die dann irgendwie das 1,5-Grad-Ziel kippen. Und jetzt könnte man ja denken, ach so, das mit den Kipppunkten ist irgendwie, das ist so eine Wortspielerei. Es gibt gar nicht irgendeine Grenze, ab der die Welt nicht bewohnbar ist oder ab der irgendwie alles den Bach runtergeht oder ab der dann Flüsse umkippen. Nur als Biologen und Biologinnen wissen wir, wo ist das Problem? Wir sehen das dauernd, dass Populationen zusammenbrechen. Ihr kennt das alle von den Häschen. Ich habe ja eins zum Verschenken, wenn ihr das gleich haben. Von den Häschen und den Füchsen, das habt ihr alle in der Schule mal gesehen. Ne? Dann gibt es viele Häschen, daraufhin gibt es dann wieder viele Füchse. Dann bricht das zusammen und es gibt auch regelmäßig auch noch größere Populationen zusammen. Wenn man so will, sind das dann einfach Kipppunkte, die schwanken. Aber da steht man jetzt zwischen diesen Menschen, die das abstreiten und denen, die sagen, das ist dauerhaft. Also müssen wir uns mal besser die Zahlen angucken. Da habe ich mir gedacht, okay, gehen wir doch mal zu Organisationen, die sich in Dreck um die Umwelt scheren, außer sie können damit Geld verdienen und der Handel bleibt aufrechterhalten. Das sind nämlich die glaubwürdigsten. Weil wenn es ums Geld geht, ist das Einzige, wo es ernst wird. Alles andere ist nur Geflitter und Wortgeklingel. Und komischerweise wird hier die OECD zitiert. Das ist die Welthandelsvereinigung. Da habe ich da mal nachgeguckt. Schau einer an. Die OECD hat ein eigenes downloadbares PDF. Das habe ich vorhin vor 3 Stunden runtergeladen. Climate Tipping Points. Das ist doch seltsam. Also selbst die OECD, die sich für Natursachen jetzt nicht einsetzt und kein Interesse hat, irgendwie Fridays oder Extinction Rebellion oder Letzte Generation oder sonst wen zu unterstützen. Ich meine, selbst die geben eine eigene Broschüre dazu raus. Und die haben auch keinen Grund. Also Panikmache schadet der Wirtschaft immer, ne? Weil dann Aktienkurse einbrechen. Dann dachte ich mir so, also das ist doch wirklich komisch. Und jetzt zeige ich euch ein bisschen was, flittern wir mal quer durch die Welt der Daten. Das Erste, was ihr vielleicht schon mal gehört habt, ist, es gibt Dürren. So, dann lädt man sich so vom Dürremonitor oder sonst wo, lädt man sich das runter, wo die heißen Temperaturen sind. Dann würde jetzt der Skeptiker, die Skeptikerin, in ganz vielen Anführungsstrichen, ich meine damit halt Menschen, die Märchen erzählen, nicht echte Skeptiker, die durch wissenschaftliche Messungen etwas hinterfragen, die würden jetzt sagen, ja, okay, da ist es schon immer heiß. Ich meine, warst du schon mal irgendwo im Nahen Osten oder so? Klar brutzelt dir da die Birne weg oder irgendwie in Teilen Afrikas. Das weiß doch jeder, ne? Ja klar, das ist aber auch die falsche Karte, sondern die richtige Karte ist die hier. Das sind die mittleren Temperaturen auf dem Planeten Erde, jetzt hier Februar 2023, weil die neue noch nicht draußen ist von der NASA, von März. Und da könnt ihr sehen, wie die Temperaturveränderungen sind. Das ist nämlich interessant. Also klar, es ist in Afrika oder im Nahen Osten heiß oder sonst wo, ne? Ja, okay, ist eine neutrale Info. Aber wenn ihr mal seht, hier endet bereits die Tabelle und zwar nicht mit Absicht oder so, sondern das war wirklich, das ist der Bereich, den man so normalerweise ernsthaft abdecken will. Hier sind die Grad Celsius, minus 4 Grad Celsius Temperaturungenauigkeit, 12 Grad Celsius Temperaturungenauigkeit. Also 12 Ungewöhnlichkeit, nicht Ungenauigkeit, Ungewöhnlichkeit. Und wenn ihr euch das mal anguckt, dann stellt ihr fest, hier oben haben wir so krasse Temperaturungewöhnlichkeiten. Guckt euch mal an, wie groß das Gebiet ist. Das ist Afrika. Ich meine, man hat natürlich immer diese Landkartenverzerrung, diese Projektionsverzerrung auf den Landkarten, hier Hü oder Hot. Aber das ist auf jeden Fall ein gigantisches Gebiet. Guckt euch das mal an. Das ist alles im rötesten möglichen Bereich der Temperatur, nicht Klima, der Temperaturungewöhnlichkeiten. Und das ist überall auf der Welt so. Also nicht nur, dass hier oben, wo ihr auch wisst, das ganze Eis schmilzt und der ganze Permafrost taut auf, jetzt kommt das ganze Methan in die Luft, das ist ja sowieso unser Todesurteil, weil das ja noch viel, viel mehr dazu führt, dass die Temperatur- und Klimaveränderung sich beschleunigt. Da komme ich gleich auch noch zu. Aber das ist auch in anderen Ländern so. Hier würde man sagen, ach prima, dann ziehen wir nach Australien. Das sagen ja auch viele Leute. Neuseeland, ne? Da werden ja schon die ersten Riesenanlagen für Superreiche gebaut, wo man sich angeblich zurückziehen kann. Wo ich mich auch frage, wer soll die Leute da ernähren? Dann sitzt du in Neuseeland in deinem reichen Bunker und dann ist dasselbe wie hier bei The Line oder so. Und dann so, wow, ja, dann fliegen Mädchen da durch und spielen mit Kindern auf irgendwelchen Wiesen. Wie? Ne? Das ist auch woanders so. Hier seht ihr das.
Das ist jetzt die Anzahl der extremen Hitzen, also nicht irgendwelcher Hitzeabweichungen, sondern der extremen Hitzen, die in Deutschland seit 2003 super krass auftreten. Je nachdem, wie alt ihr seid, werdet ihr das gar nicht so mitbekommen. Bitte. Ich hätte eine Frage zu der Karte davor. Ich weiß aber nicht, ob du die beantworten kannst. Wie kommt die Häufung von Waldbränden und Dürren in Kalifornien zustande, wenn dort tatsächlich eine Minus-Ungewöhnlichkeit passiert? Da hat der Trump nicht Unrecht gehabt. Also er hat auch nicht Recht gehabt, wie immer, aber er hat auch nicht Unrecht gehabt, als er gesagt hat, das liegt da tatsächlich am Waldmanagement. Warum hier natürlich die ganzen Monokulturen sterben in Deutschland? Das liegt natürlich daran, dass es Monokulturen sind. Und dort ist es so, der Trump hat damals gesagt, die Wälder sind nicht richtig aufgeräumt. So stellt er sich das in seiner kindlichen Welt halt vor. Wenn man die nicht richtig aufräumt, die Wälder, dann kann es ja leichter brennen und so weiter. Und das ist nicht ganz falsch. Wenn man diese Sorte Wälder da hat, dann muss man halt dafür sorgen, dass wenn Brandereignisse auftreten können, die halt regelmäßig auftreten können, dann muss man ein völlig anderes Waldmanagement machen. Und das hat da nicht vorgelegen. Ne? Also deswegen, das ist ein typisches Problem der industriellen Ausbeutung von Wäldern, die keine Wälder sind, sondern die nur Klopapierherstellungs- und Möbelherstellungsfabriken sind, die sozusagen die Natur selbst hervorbringen soll. Also das ist ein Industrieherstellungsproblem. Und natürlich gleichzeitig ein Problem der Klimaveränderung, das natürlich sowieso. Ne? Also nur weil die Schwankung insgesamt niedrig ist, heißt ja nicht, dass du trotzdem ein Hitzeereignis zwischendurch haben kannst. Und hier könnt ihr das in Australien sehen, um das mal zu zeigen. Also in Australien nehmen die extremen Hitzeereignisse auch wahnsinnig zu. Das ist 1910, das ist 2020 jetzt hier in dem Fall. Direkt vom meteorologischen Büro da in Australien, da könnt ihr das sehen. Also ich meine, wer da mir erzählen will, dass das irgendeine kleine Schwankung ist, das, Sagt nur 2020 war ich da in Australien, auch ganz gebrannt hat. Ja. Ja klar, das war, ja klar, und das wird auch nicht besser. Ne? Also natürlich, ihr seht natürlich in der Biologie und in allen Naturwissenschaften gibt es natürlich immer Schwankungen. Und man muss reden, was für eine Schwankung. Reden wir jetzt von diesen zyklischen Schwankungen, die halt, wie gesagt, auch im Leben auftreten. Mal geht es einem besser, mal schlechter. Oder reden wir von Sachen, die jetzt eindeutig dafür sprechen, dass das, wenn du alle anderen Daten dazu nimmst, ein anderes Bild spricht. Das können wir jetzt auch nochmal angucken für Deutschland, weil er jetzt sagt, ja, was mit Deutschland vielleicht, ne? Weil er da die meisten Gespräche wahrscheinlich führt. Das ist aus dem Helmholtz-Institut. Ich habe, wie gesagt, die Quellen immer dazu geschrieben. Da könnt ihr jetzt das ist von März 2023, also jetzt könnt ihr sehen, 15. März, 16. März, 17. März, 18. März. Da könnt ihr das sehen, das Rote ist genau wie in dem vorigen Bild, sind extreme Dürreereignisse, so extrem, dass danach nichts mehr kommt. Also mehr geht nicht. Und das ist in Berlin-Brandenburg, ist das 2003 schon das erste Mal aufgetreten. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich meine, draußen regnet es in Strömen. Da kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie man diese Winterdürren, die ich euch vorhin aus Frankreich gezeigt habe, wie man die überhaupt haben kann. Die Aussage der Meteorologinnen und Meteorologen, mit denen wir im Moment reden, wenn wir die fragen, die sagen, es müsste, um das auszugleichen, damit auch tief in den Boden das Wasser reinkommt, müsste es ein halbes Jahr durchregnen in Deutschland. Ist alles nur eine Schwankung? Ach ja? Oder ist das genau dasselbe, was wir gerade aus Australien gesehen haben? Das ist jetzt hier auch vom Helmholtz-Zentrum. Da könnt ihr mal die Dürrezeit 1952 in Deutschland sehen. Jetzt nicht so fein aufgelöst täglich, wie ich euch gerade gezeigt habe. Das geht jetzt auch hier bis 2020. Und ich glaube, eindeutiger, also kann man das überhaupt nicht mehr darstellen. Ihr seht immer dasselbe. Es ist immer so, dass es hin und wieder mal das, was die älteren Leute eben deswegen denken, dass das ab und zu mal passieren kann, gab es immer mal wieder ein Hitzeereignis. Aber ich meine, die extreme Häufung alleine hier seit 2002 oder wie ich schon sagte, 2003, die ist halt super auffällig und einfach messbar. Also da muss man jetzt nicht, da muss man nicht lange rumdiskutieren, sondern das kann man messen und das ist das, was wir in der Biologie, in der Kriminalbiologie auch machen, diese Löcher ins Auge reinmachen und dann messen. So, jetzt könnt ihr sehen, das schlägt jetzt über, auch in die Nerdkultur und Nerdberichte, also Telopolis, das lesen jetzt eher so computerinteressierte Menschen, das ist jetzt aus dem Herbst letzten Jahres, da steht es auch, Deutschland trocknet aus. Und soweit das jetzt messbar ist, man hat natürlich nicht aus jedem Land perfekte Daten, wissen wir, ist Deutschland das Land, was vergleichsweise, also wenn ihr die Rate des Austrocknens anguckt, eins der Länder ist oder sogar das Land ist, was am schnellsten austrocknet weltweit. Ne? Also deswegen ist das klar, wenn jetzt einer, sagen wir mal, 50 ist, dann kann er sich das nicht vorstellen, weil der sagt sich so, ja, mag sein, dass es jetzt in den letzten paar Jahren irgendwo trockener wurde, keine Ahnung, aber jetzt regnet es gerade und das Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Aber das ist ja eine Messung, habt ihr jetzt ja gerade gesehen, nur mal so schlaglichtartig. Und das Zweite, was dazu kommt, ist, dass diese Erhitzung des Wassers, auf die wir gleich auch nochmal kommen, die führt dazu, das ist die PNAS, das ist diese sehr, sehr gute Forschungszeitschrift, von der ich vorhin gesprochen habe, wo dann behauptet wurde von der Welt, da, also diese Kipppunkte-Artikel, die seien, also ich sage jetzt mal mit meinen Worten, ist irgendwie halb erfunden oder so, ja. Das hier drin ist auch eine große Hitze, vielleicht könnte man die Strahler mal ausmachen. Hier ist auch
starke Temperaturerwärmung. Da könnt ihr sehen, auch Herbst letzten Jahres haben die veröffentlicht, eine sehr, 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 sehr gute Zeitschrift, wirklich. Also auch keine Nischenzeitschrift oder sowas, überhaupt nicht. Dass das ganze Methan nicht nur aus dem Permafrost rauskommt, sondern jetzt auch aus dem Ozean. Das war vorher gar nicht so bekannt und auch nicht so gedacht. Das heißt, wir haben jetzt also auf jeder bisher betrachteten Ebene, aus jeder bisher betrachteten Sicht, nur durch Messungen festgestellt, dass das tatsächlich passiert. Das sind keine irgendwie Vorhersagen oder so, sondern es sind Tatsachenmessungen. Moment. Dankeschön. Und hier könnt ihr das jetzt mal sehen. Ich will euch das will ich euch jetzt mal ein bisschen vormachen, weil es wird immer wieder jemand zu euch kommen und sagen, das stimmt nicht, das ist nur eine kleine Schwankung, das war früher auch schon mal so. Und selbst wenn ihr nur bis jetzt zugehört habt, wisst ihr schon, das ist ein Märchen. Das ist ein durch Messungen, ohne Denken, Glauben, Meinen, Politik, Religion, ein widerlegtes, durch Messungen widerlegtes Märchen. Jetzt gucken wir uns einfach mal aus allen möglichen Perspektiven das nochmal ein bisschen an. Das hier ist jetzt gleichzeitig der Meeresspiegelanstieg. Dass der Meeresspiegel ansteigt, liegt nicht hauptsächlich daran, dass das Wasser jetzt warm wird und sich ausdehnt oder so, sondern das liegt natürlich daran, dass das Eis schmilzt. Das habt ihr alle jetzt schon 10.000-fach gehört in den letzten paar Jahren. Und hier seht ihr das, auch das ist gemessen. Das ist keine irgendwie Meinung und das führt dazu, dass zum Beispiel in Niederlanden die erste Deichlinie schon geräumt ist, weil bis 2050 werden zum Beispiel Bremen, Hamburg und so weiter technisch unter dem Meeresspiegel liegen. Jetzt kommen die anderen wieder und sagen, ja, aber Marc, New York, Hamburg, Bremen, die sind aber bis 2100, können wir die noch halten? Und dann so, ja, wow, hör dir mal beim Reden zu. Wir können die noch halten? Weißt du, wie teuer die Deiche sind? Red mal mit den Niederländern. Die Deichanlagen sind so teuer, nochmal, dass die erste Deichlinie bereits geräumt wurde. Wenn ihr da ein Haus hattet, habt ihr das jetzt nicht mehr. Schon passiert. Nicht eine Zukunftssache. Ne? Das heißt, ja, es stimmt. Es steigt nicht super schnell der Meeresspiegel wie in irgendeinem Katastrophenfilm. Aber es steigt so, dass ihr das auf jeden Fall noch in einer Weise erleben werdet, die so unfassbar viel Geld kostet, dass die 900 Milliarden, die vorgestern veröffentlicht wurden, dass die dagegen nur ein Witz sind. Und ich meine, jetzt könnt ihr als Deutsche sagen, ja, 900 Milliarden kriegen wir irgendwie erwirtschaftet. Das könnt ihr aber mal den Leuten in Bangladesch erzählen oder in Bulgarien. Das ist für die eine Summe, die können die, das geht nicht. Es ist unmöglich, das zu erwirtschaften. Außerdem wandern die Leute sowieso alle in die reichen Länder, dann gibt es eh keine Arbeitskräfte mehr da. Also das ist aus jeder Hinsicht ist das Irrsinn. Jetzt gucken wir mal, wie gesagt, weiter auf die Daten. Ich weiß, das findet ihr vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich will euch zeigen, dass dieses ganze Geschwätz da draußen, dass das so nervtötend und unsinnig ist, weil man einfach nur mal eine Minute lang sich die Messungen angucken muss und dann sieht man, was passiert. Das ist die Meeresoberflächentemperatur. Wir reden jetzt nicht von den tieferen Temperaturen. Das ist nur bis 1990, das reicht in dem Fall. Da könnt ihr also sehen, dass die Temperatur einfach steigt. Das sind jetzt nicht diese Abweichungen, wie ich euch vorhin gezeigt habe, sondern das sind jetzt nur die Temperaturen. Also da, wo es immer roter wird, da steigt es halt immer wieder. Hier ist Afrika, da ist Europa, ne, Südamerika. Und da merkt ihr schon, also es wird immer heißer, das brauchen wir nicht zu diskutieren, weil die Temperaturen in den Sommermonaten, die werden also immer wärmer. Die Karte alleine würde noch nicht viel sagen, aber ich will euch nur sagen, auch das ist gemessen. Da gibt es schon seit sehr langer Zeit, also seit den 60ern, Messungen zu. Es hat vor allen Dingen militärische Gründe, weil man hat sehr viele Mikrofone im Meer, um Schiffsbewegungen aufzuzeichnen und halt auch Temperaturmessungen und so. Also, und die NASA hat auch die Messungen aus dem Weltraum und dergleichen mehr. Also da gibt es sehr, sehr viele Daten und es stimmt also nicht, dass das jetzt irgendwie was in dem normalen biologischen wellenförmigen Bereich liegendes ist. Und gleichzeitig, ich weiß, dass ihr das wisst, aber ich will euch mal zeigen, was der Trick jetzt ist, den viele machen. Und gleichzeitig steigt die Temperatur mit immer steigender Geschwindigkeit. Wie ihr das nennen wollt mathematisch, diese steigende Geschwindigkeit, ist mir absolut egal. Aber was das nicht ist, ist eine lineare Kurve. Das ist das mit keiner Rechnung. Also so viel könnt ihr mit Excel oder was auch immer für Programm ihr benutzt, könnt ihr das gar nicht manipulieren. Sondern das ist eindeutig eine Steigung, die immer, immer schneller wird. Und das ist das große Problem. Hier ist jetzt 2020, 2022, dieses immer schnellere Ansteigen. Das will ich euch einfach mal mit verschiedenen... Das will ich euch jetzt einfach mal zeigen. Das hier sind jetzt wieder diese Abweichungen. Also das ist jetzt nicht einfach nur der Temperaturanstieg, wo man ja, wie gesagt, da alle möglichen Tricks anwenden kann, sondern das sind jetzt wirklich die Abweichungen über einen großen Zeitraum berechnet. Das habt ihr garantiert schon mal irgendwo gehört. Es gibt so eine Glockenkurve oder Gausskurve. Das heißt, man hat für jede Messung in der Biologie, Physik, Chemie, hat man halt kleine Abweichungen und die bilden dann so eine glockenförmige Kurve um einen Mittelwert herum. Das ist minus 4 Grad, das ist plus 4 Grad Abweichung und das ist jetzt in dem Fall, da steht die Skala jetzt nicht dran, die Höhe, das spielt aber, werdet ihr gleich sehen, aber auch
auch jetzt keine große Rolle. Und dann ist das tatsächlich in den 50er, 60er Jahren ist das so ein bisschen hin und her geschwankt. Deswegen die alten weißen Männer, die sprichwörtlichen, deswegen sagen die, ja, es gab immer mal einen kalten Winter und mal war es wieder warm und so. Aber jetzt werdet ihr gleich sehen, was passiert seit den 80er Jahren. Jetzt schwankt das überhaupt nicht mehr hin und her. Oder beziehungsweise es schwankt ein klein bisschen hin und her, aber nicht mehr in einer Weise, wo man sagen kann, ja, das beruhigt sich schon wieder. Ne? Das ist halt nicht der Fall, sondern das zeigt genau dieselbe Richtung, die ihr vorhin gesehen habt. Das verschiebt sich jetzt wirklich ganz massiv. Und ich verstehe das, dass wenn jemand 60, 70 oder 80 ist, dass er halt keinen Bock hat, irgendwie nochmal sich neue Informationen anzugucken. Aber ihr seid ja nicht 60, 70 oder 80. Das heißt, ihr seid vielleicht auch in der Lage, euch mal die tatsächlichen Messungen anzugucken. Und das führt dann dazu, dass etwas, was heute nur noch so anekdotisch berichtet wird, was also, sagen wir mal, in den 80er Jahren hätte das Panik ausgelöst, ja, ist sowas hier. Man hat auf einmal eine neue Höchsttemperatur in Japan aufgezeichnet. Das waren 40,2 Grad. Und ich selber bin durch Zufall am heißesten Tag aller Zeiten in England gewesen, bei, ich glaube, 42 Grad oder so. Da haben auf einmal die Schienen, also die Bereiche zwischen den Schienen angefangen zu brennen. Und dann sind wir abends irgendwann rausgegangen. Tagsüber konnte man sich nicht mehr bewegen. Also ich habe mich einfach 8 Stunden lang hingelegt, nicht mehr bewegt. Ging nicht mehr, wirklich, es war unmöglich. Ist ja klar, in London heizt sich natürlich alles auf. Dann bin ich rausgegangen abends, da ging es dann wieder, da hat es auch so ein bisschen genieselt. Und dann habe ich meine Frau, die interessiert sich so für Farben und sowas, dann hat die gesagt, siehst du das auch, dass das alles orange da hinten ist? Und ich so, ja, das stimmt, das ist ja total verrückt. Ist das jetzt der Sonnenuntergang? Nee, ist nicht der Sonnenuntergang. Da hat ringsherum alles gebrannt. Habt ihr das jemals gehört? Habt ihr das mitbekommen, dass das letztes Jahr passiert ist? Nö, interessiert schon gar keinen mehr, ne? Weil da sagt man so, mein Gott, schon wieder ein Erdbeben, schon wieder eine Überflutung, ne? Schon wieder ein U-Bahn-Schacht, der voll ist. Und in der Arktis ist die Höchsttemperatur mittlerweile bei 38 Grad angelangt im Dezember 21. Ich meine, was braucht man denn jetzt noch als Information, ne? So, und das wiederum, da könnte man sagen, ist mir egal. Also ich habe auch Freunde, die sagen das, ne? Die sagen, ach, ist doch schön, ich mag lieber Sonne und Wärme als Regen. Nee, wirklich, ohne Scheiß, also okay. Gut, aber das Problem ist, jetzt nehmen wir mal die Nature, das ist die zweite hochwertige. Also PNS ist so, sagen wir mal, die auf dem dritten Platz auf dem Treppchen bei so einem Sportwettbewerb. Und Nature und Science sind beide auf Platz 1. Dann gibt es keinen Platz 2 sozusagen. Das ist die Nature. Da steht jetzt also drin, Oktober 2021, dass in Sibirien, was ihr vorhin schon gesehen habt, also in der einen Tafel dieses Aufheizen, ist unprecedented during the past 7 millennia. So, wenn Opa euch erzählt, ja, 1950 war es auch schon mal kalt oder warm, dann kannst du sagen, ja, Opa, aber vor 7000 Jahren, also seit 7000 Jahren ist sowas nicht passiert. Ne? Und wenn ihr mal die Menschheitsgeschichte euch anguckt, vor 7000 Jahren, da haben die Menschen noch sehr anders gelebt. Diese Informationen kann man nicht nur aus dem Erdreich rausholen, sondern seit ungefähr 2 Wochen gibt es auch noch eine Technik, wie man das aus Lebewesen, die eingebettet sind ins Erdreich, auch noch rausholen kann durch chemische Veränderungen in dem, was sie aufgenommen haben. Das heißt, das ist in Wirklichkeit die stärkste Hitzewelle seit 7000 Jahren. Und also bewiesen, gemessen, ne? Ist keine Meinung. Und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, das sind nochmal die Temperaturanomalien hier in Sibirien. Moment. Moment, ist das die richtige, das müsste das richtige Paper sein? Ja, doch. Da seht ihr hier diese aufgetauten Holzstücke. Auch hier wieder, wie ihr das vorhin gesehen habt, ich finde es prima, wenn die ganzen Leichen wieder rauskommen, dann können wir die Leichen endlich untersuchen von Las Vegas, von vor Jahrzehnten und die sogenannten Dendrochronologinnen und Dendrochronologen, die sich die Jahresringe angucken aus dem Holz, woraus man übrigens dann auch ableiten kann, wie warm das war, wie feucht es war und so weiter, die freuen sich natürlich auch. Nur, wie ihr vorhin schon gehört habt, was halt auch noch auftaut, ist das ganze Methan, Gesundheit. Und das ist halt das Schlechte daran. Auch für Zoologen ist das cool. Die ganze Zeit tauen hier alle möglichen Lebewesen auf, aus Jahrtausende Jahre alt. Also die Biologen und Biologinnen, die flippen aus vor Freude. Nur das wird halt die letzte große Freude sein, weil, ihr habt es vielleicht schon gehört, dass natürlich auch riesige Versumpfungen und riesige Löcher da auftreten, sodass man dann irgendwann wahrscheinlich auch nicht mehr vernünftig arbeiten kann. So, nehmen wir mal an, das glaubt euch immer noch keiner. Ihr müsst es ganz, ganz bildlich machen. Dann nehmt ihr die beliebte Darstellung von der NASA. Ich habe jetzt mal die allerneueste genommen. Da könnt ihr also sehen, hier ist der Jahreskreis. Hier ist das Jahr, in dem das gemessen wurde. Also immer die Zeit. Und hier sind die Temperaturen. 1 Grad minus, jetzt seht ihr das. Deswegen, also Uroma und Uropa haben wirklich eine Abkühlung erlebt. Ne? Die berühmten Eiseswinter in den Kriegen und so weiter. Ist tatsächlich passiert, hier 1940, 1941 und so weiter, da kreist das um die 0 Grad, da gab es dann diese fürchterlichen Winter, die besonders in den armen, also durch in Europa jetzt durch Krieg geschwächte Länder, da alle gestört haben. Daher kommt das, dass Oma und Opa das nicht wahrhaben wollen. So, jetzt kommen die Leute, die dann irgendwie in den 80ern aufgewachsen sind und die sagen, ne, wieso, ist doch immer wärmer geworden, das haben wir doch mitbekommen, ne, weil die haben natürlich da nicht gelebt und jetzt kommt ihr. Und das kann man jetzt zur Seite drehen. Das sind keine Schwankungen. Das sind keine Schwankungen. Das ist ein Lügenmärchen. Ne?
Und das hat jetzt auf die Umwelt, hat das also auch noch Auswirkungen. Nämlich zum Beispiel, ihr wisst ja, viele Tiere gucken sich ja zum Beispiel die Tageslänge an. Okay, die werden nicht betroffen sein, die Tageslänge ändert sich dadurch nicht, aber die sind auch temperaturabhängig und feuchteabhängig und nahrungsangebotsabhängig. Was da passiert, das ist leider ein bisschen verpixelt, das kann ich euch auch mal zeigen, das ist von 2021. Hier könnt ihr sehen, wie sich künftig Jahreszeiten verändern. Der Sommer wird immer länger, dehnt sich aus bis in Oktober, Mai. Ich meine, das habt ihr ja dieses Jahr schon gesehen, da brauchen wir gar nicht weiterreden, das ist jetzt 2100. Da wird der Sommer, und damit ist Sommer gemeint, also unser deutscher Sommer, wird von Oktober bis Mai gehen. Und wenn der Winter, den wir kennen, bestenfalls noch Ende Dezember bis Januar. Und wenn ihr mich fragt, haben wir das ehrlich gesagt schon fast, also natürlich nicht in dieser sommerlichen Stimmung, die ihr so kennt, so mit Sommerparty und irgendwie ein Bier trinken oder eine Limo oder sowas. Aber das haben wir eigentlich dieses Jahr schon erreicht. Wenn ihr mal ganz ehrlich seid, wenn ihr euch an diesen Winter erinnert, kein Problem. Jetzt wird es hier zu kalt. Jetzt müssen wir das Ding wieder anmachen. Okay, also jetzt haben wir so ein paar Schlaglichter da gesetzt. Jetzt gucken wir uns mal an, ob es da noch irgendwelche übergeordneten Ereignisse gibt, die ihr alle live erlebt habt in den letzten Wochen. Aber die ihr vielleicht gar nicht einordnen konntet, weil ihr dachtet so wie, ach naja, Starkregen und so, gibt es das irgendwie nicht schon immer? Und irgendwelche komischen, dass die Temperatur um 20 Grad von einem Tag auf den anderen fällt. Keine Ahnung, vielleicht ist das ja normal. Das ist absolut überhaupt kein bisschen normal. Das kommt daher, dass etwas noch ganz anderes passiert. Durch diese bisher euch gezeigten Veränderungen hat sich, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, haben sich zwei Luftströmungen stark verändert. Die auf der nördlichen Halbkugel stattfinden. Ich zeige euch das extra nur mit Quellen, weil ihr mir seht, das ist Columbia Climate School, Juli 2022, eine der besten Universitäten der Welt. Ich mache das extra so, damit ihr wirklich seht, dass ich jetzt nicht irgendwelche Quellen nehme, obwohl ich auch nichts gegen die Zeitungsmeldungen habe, aber ich will euch das möglichst nah am Original zeigen. Und die berufen sich wiederum auf Potsdam, also auf die Klimaforscher in Potsdam. Ich zeige es euch hier aber von einem anderen Institut, das ist ClimateGov, und hier könnt ihr das sehen. Man hat normalerweise hier auf der Nordhalbkugel hat man hier so einen stabilen, drehenden Wind, und darunter ist der Jetstream. Und dadurch, dass jetzt dieser Polarvortex, dieser obere Vortex, dadurch, dass der zerrissen wird durch diese Temperaturveränderungen, wirkt sich das auf diesen darunterliegenden Polar Jetstream aus. Und der kriegt diese Wellen. Und gleichzeitig habt ihr die warme Luft, die habt ihr ja gehört, überall jetzt, oder das Wasser ist warm, das erwärmt die Luft an sich wird warm und so weiter. Drückt das jetzt gegen diesen vorher hier rumlaufenden Wirbel, und das bewirkt das, was ihr in den letzten Tagen und sagen wir mal letzten 4 Wochen gesehen habt, dieses ständige, super krasse Hin- und Her schwanken der Temperaturen, weil dann ständig irgend so eine Nase hier bei euch vorbeikommt, also so eine Ausbeulung, was es vorher nicht gab. Da könnt ihr natürlich sagen, ist mir egal, na und? Ich meine, im Schnitt ist es dann immer noch gleich warm, aber das stimmt halt nicht, habt ihr ja gesehen. Gleichzeitig wird es insgesamt auch noch viel wärmer und alles andere verändert sich. So, derjenige, der den soeben erschienenen IPCC-Report vom Weltklimarat gelesen hat, kriegt jetzt diesen Hasen. Wer hat den Weltklimarat-Report gelesen? Niemand, ich behalte den Hasen. So, der IPCC-Bericht ist rausgekommen vor wenigen Tagen, der Synthesisbericht. Die Tagung war in Interlaken, Switzerland, bis 19. März, also bis vor einer Woche genau. Das könnt ihr euch alles runterladen, ist doch allgemein verständlich. Und das ist der entscheidende Bericht, weil in dem stand ja, wie ihr vorhin gehört habt, angeblich drin, das mit den Kipppunkten, das ist total umstritten und das stimmt alles überhaupt nicht. Ne? Okay, den Zahn haben wir jetzt schon mal rausgezogen durch Messungen. Es ist egal, ob ihr es Kipppunkte nennt oder nicht. Es geht auf jeden Fall, egal wie man drauf schaut, immer in dieselbe Richtung. Und jetzt gucken wir einfach mal rein, weil ihr es nicht gemacht habt, habe ich es für euch mal schnell gemacht. Ich weiß, das sieht super kompliziert aus. Keine Sorge, ich habe es eh... Moment. Kein Problem. Ich will nur mal hier drauf eingehen. Also das sind die sogenannten Klimastreifen, die könnt ihr mittlerweile auch in Leipzig auf Brücken sehen. Oder das ist auch das Logo von Scientists for Future. Und da seht ihr eben, dass das von den blauen Kühlen wird das jetzt immer irgendeine dunklere Farbe, hier so ein NATO-Olivgrün, und dann wird das also hier orange und immer röter. Und was der Weltklimarat jetzt gesagt hat, damit es jetzt endlich nach 50 Jahren endlich mal jemand versteht, wir haben jetzt folgende, also sozusagen 5 Szenarios, was passiert, wenn die Erwärmung weitergeht. Und wenn die Erwärmung nach 2100 weitergehen würde, landen wir auf jeden Fall in Worst-Case-Szenarios. Das heißt, wenn jetzt jemand 2020 geboren wäre, wäre der zu dem Zeitpunkt, wo die Erde kulturell, so wie wir sie kennen, nicht mehr bewohnbar ist, wäre die Person 70 Jahre alt, 2090.
wenn ihr 1980 geboren wärt, dann wärt ihr hier, dann meinetwegen 70 Jahre alt, ungefähr 2050, dann wärt ihr hier also auch schon in der Stufe, wo auf jeden Fall die extrem starken Migrationsbewegungen und sonst was einsetzen, weil halt die Küstengebiete nicht mehr bewohnbar sind in großer Menge, weil die Nahrung nicht mehr hergestellt werden kann und so weiter. Also das betrifft euch absolut unmittelbar und die einzige Chance, die jetzt bestehen würde, dass überhaupt, ihr seht schon, das wird trotzdem knallrot, ne? Also wir reden jetzt nicht von einem Zustand, der, sagen wir mal, noch von mir aus 1990 geherrscht hat hier irgendwo, sondern wir reden sowieso schon von einem Scheißzustand. Das können wir nur erreichen, wenn wir jetzt also diese sogenannten Maßnahmen ergreifen. Also das haben die jetzt wirklich mal so dargestellt, dass es, glaube ich, jetzt der letzte Mensch begreifen kann. Da sind Millionen von Daten zusammengefasst. Und ich weiß jetzt nicht, wie man da noch sagen kann, das wäre irgendwie ein Messfehler oder strittig. Nur damit das nochmal seht, das ist etwas, was ihr alle wisst. Das ist die Menge von Kohlendioxid oder Kohlenstoffdioxid, also CO2 in der Luft, hier auf dieser Achse. Das sind die Jahre vor heute, 800.000 Jahre, 500.000 Jahre, 200.000 Jahre, 0 Jahre. Und dann habt ihr das, was ihr vorhin auch schon gesehen habt bei diesen Temperaturkreiseln und so weiter, ab den 1950er Jahren. Vorher, wie gesagt, deswegen, wie ich schon mehrmals erwähnte, wissen die alten Leute das auch nicht oder wollen das nicht wahrhaben, die sehr alten Leute. Aber seit 1950 ist das eben einfach nur noch steil hochgegangen und natürlich kann man das jetzt auseinanderziehen, dann gibt das wieder ein kleines Hoch und Runter. Aber ich meine, wer jetzt hier mir erzählen will, dass das nicht eine eindeutige, super steile Veränderung wäre im Vergleich zu den letzten 800.000 Jahren, ich weiß nicht, der lebt halt in der Fantasiewelt, ne? Also nicht in der Welt der Messungen. Der IPCC oder das IPCC oder wie auch immer ihr das nennen wollt, die haben das dann jetzt so gemacht, das ist auch aus dem aktuellen Bericht, der vor wenigen Tagen rausgekommen ist. Die haben gesagt, okay, pass auf, hier ist 2020, also 2022, ne? Wir haben also insgesamt haben wir jetzt diesen steilen Anstieg, den ihr hier gesehen habt, seit 2000 oder könnte man auch noch zurückgehen, von Kohlendioxid, das sind Gigatonnen Kohlendioxid, spielt aber keine Rolle, das ist einfach die Menge Kohlendioxid. Wir müssen auf Net Zero kommen, das müssen wir, wenn wir hier in diesen Bereich reinkommen wollen, von Low und Very Low, müssen wir, gemessen. Und was jetzt im Moment passiert ist, dass die Implemented Policies, die weltweit implementiert sind, dazu nichts beitragen. Dun, dun, dun. Das heißt, das wird weiter hier hochgehen und das ist der Grund, warum zum Beispiel die, also insbesondere Fridays und die letzte Generation halt sagen, ja okay, also wenn die implementierten Policies ja noch nicht mal umgesetzt werden, da kommen wir gleich noch zu. Ich meine, was soll man denn jetzt noch machen? Weil selbst die politischen Willensäußerungen helfen ja noch nicht. Also dann kommt es nicht zur Totalkatastrophe, ne? Deswegen ist das hier so aufgespalten, dieser rote oder rosa Bereich. Aber trotzdem, und jetzt müsst ihr mal ganz kurz sozusagen die Ohren spitzen, weil das jetzt was ist, was für euch wahrscheinlich ungewöhnlich ist. Man redet ja immer vom 1,5-Grad-Ziel. Das 1,5-Grad-Ziel ist mit keiner Macht auf diesem Planeten Erde zu erreichen. Das ist absolut ausgeschlossen. Es gibt kein Wunder auf dieser Welt, was das noch möglich machen kann. Wenn das aber möglich wäre, dann wäre man 2100 wieder bei Net Zero und damit wieder in dem Bereich, den wir als menschliche Kulturen eben gut handhaben können. Wenn wir es auf 2 Grad limitieren, was ja jetzt gar nicht so schlecht wäre, dann wäre man da ein bisschen drüber und dann könnte man versuchen, zum Beispiel durch Geräte, die Kohlendioxid aus der Luft holen, die gibt es auch schon, die das zu Kohlenstoff machen, was gut ist. Das ist nur leider zu energieaufwendig, weil dann hat man zwar Kohlendioxid aus der Luft, aber irgendwo muss die Energie herkommen, um die Maschinen zu betreiben. Also die gibt es schon. Dann würde man das vielleicht schaffen, das auf 2 Grad zu limitieren. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, wie groß der Abstand zu dem ist. Ich will jetzt gar nicht sagen, in welchem, also es ist das Worst-Case-Szenario. In welchem Abstand wir uns gerade befinden. Guckt euch mal an, wie klein der Abstand zwischen 1,5 und 2 Grad ist und wo wir in Wirklichkeit sind. Wovon wir also in Wirklichkeit reden wissenschaftlich, das macht man natürlich nicht laut, ne? Weil dann alle sagen, man spinnt. Aber wir sind in Wirklichkeit, sind wir im 4,5-Grad-Szenario und das 4,5-Grad-Szenario wird von allen Forscherinnen und Forschern auf dem Planeten Erde mit der menschlichen Kultur, so wie wir sie kennen, nicht, dass Menschen jetzt komplett aussterben, aber das, was wir als menschliche Kultur kennen, nicht vereinbar angesehen. Sag mal, könntest du ein bisschen aufhören, so rumzurennen? Ich werde sonst verrückt, wenn ständig einer die ganze Zeit rumrennt. Nee, kannst du es bitte nicht machen. Also, weil sonst komme ich mit dem Vortrag nicht weiter und dann... Ja, okay, mach einmal noch, aber dann bitte, weil ich brauche ein bisschen Ruhe und Konzentration, weil sonst sind alle abgelenkt und... Das sind ja super viele Daten und ich möchte, dass die Leute vernünftig zuhören können. Also, das ist kein Witz oder so, also deswegen... Nee, ich würde dich bitten, bitte mach jetzt noch ein Foto und dann bitte hör auf, weil ich werde sonst verrückt. Ich mache ein Video.
Also ich würde mich, also bitte, bitte, mach noch ein Bild und dann bitte kannst du wieder zuhören vielleicht. Also, ja? Okay. Also wir reden hier von etwas, was nach den, mit den bisherigen menschlichen Möglichkeiten im politischen und kulturellen und sozialen Bereich nicht erreichbar ist. Das ist das Problem. Deswegen sind die Kids, wenn man so will, das sind ja gar keine Kids in Wirklichkeit, aber so werden die ja immer dargestellt, deswegen sind die halt so abgefuckt. Ne? Die Science, das ist die, wie gesagt, die zusammen mit der Nature sind das die hochwertigsten Zeitschriften, die es überhaupt in der Wissenschaft gibt. Die haben schon vor, das war im Juni letzten Jahres, haben die schon gesagt, okay, wir haben Choice of Futures, aber guck mal, das ist jetzt dasselbe, was ihr hier seht, nur so als etwas besseres Bild dargestellt. Das ist also dieser rote Weg und dann wären das diese anderen Wege. Aber das Problem ist, wir reden auf jeden Fall davon, von dieser krassen Versteppung, dann auf jeden Fall auch noch davon, dass wir hier eine totale Austrocknung haben. Und ihr habt ja alle erlebt im Ahrtal, was dann passiert, wenn man trockene Böden hat und dann auf einmal totale Überschwemmung oder auch ohne trockene Böden kann das auch passieren. Mit trockenen Böden wird das aber noch weiter beschleunigt und dann schwemmt euch halt alles weg. Das heißt, da könnt ihr dann machen, was ihr wollt, egal ob ihr ein Haus habt oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle, weil schwemmt euch die Erde weg. Und wenn ihr irgendwas essen wollt, das Essen kommt aus der Erde, ne? Das kommt aus dem 6-inch Layer of Soil, kommt alles, wovon wir leben, alles, nicht vom Supermarkt oder von sonst irgendwas. Und deswegen hat die Greta auch ganz richtig gesagt, our politicians will not come to the rescue of planet Earth. Das ist eine Tatsachenfeststellung. Das ist keine Meinung, sondern das ist eine Tatsachenfeststellung. Und das neueste Beispiel dafür, also da wurde sie noch sehr, sehr angegriffen. Das ist ganz, ganz neu. Ich weiß nicht, das ist vom Oktober 2022. Da wurde sie noch angegriffen. Dann sie wieder, ja, bla, 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 ne, die Greta schon wieder und so. Aber dann ist was passiert, was jetzt insbesondere die noch Jüngeren als euch, also ihr seid ja jetzt schon relativ jung, aber die noch Jüngeren endgültig die sind jetzt so wie, okay, jetzt reicht's, Ende, keine Gespräche mehr. Jetzt ist es mir auch egal, ob der Opa irgendwas begreift oder nicht begreift oder es interessiert mich jetzt nicht mehr. Dann ist Project Willow freigegeben worden vor ein paar Tagen, ich glaube vor 2 Tagen. Project Willow ist dieses Projekt, wo, obwohl er Biden das versprochen hatte, keine neuen Ölbohrungen zu machen, wo er mit einem supergeilen Trick hat er die Ölfelder dann freigegeben. Und zwar hat er gesagt, was ihr auch aus Deutschland kennt, er hat gesagt, okay, um CO2 zu sparen, müssen wir mehr fossile Brennstoffe aus der Erde holen. Ne, das ist in Deutschland auch gerade passiert. Also das habt ihr ja gehört da mit Lützerath und, so, und alles andere und die Wälder, die alle platt gemacht werden und so. Also wir müssen da jetzt so einen Deal machen, dass wir noch Kohle, Öl und so weiter rausholen, damit das dann aufhört später. Nur die Zeit haben wir ja überhaupt nicht mehr, das habt ihr ja gesehen. Also die Zeit ist total abgelaufen. Und das ist Project Willow. Und übrigens, wenn ihr googelt, President Biden Willow, kommt seine Katze Willow raus. Das ist die Katze im Weißen Haus. Willow overlooking Christmas decorations in the White House. December 2022. Weiß der Fuck. Also auf jeden Fall warte mal, da habe ich sogar noch, glaube ich, ein Bild zu. Also auf jeden Fall, angeblich sind die TikToker, sind jetzt angepisst. Ne? Also ihr könnt euch schon vorstellen, in welche Richtung das geht, sozusagen die hysterischen Kinder sind jetzt angepisst, weil natürlich die Älteren, für die ist TikTok so wie totaler Unsinn. Hier könnt ihr das sehen. Das ist vom Slate, die das natürlich freundlich jetzt meinen. Users, fuck you Biden, Gen Z is really coming for Biden on TikTok. Und das ist auch so, ich meine, das ist krass, ne? Also sich da vor das Weiße Haus zu stellen und das da zu machen, im vollen Bewusstsein, dass sie gerade wirklich so hart verarscht wurden, wie das natürlich für Gen Z nicht mehr normal ist. Also ich bin das gewohnt, ich kenne diese, ne, der Politiker sagt A und macht B und dann gehst du hinterher hin zu Politikerinnen und Politikern, also ich kenne das wirklich aus Hintergrundbesprechungen, also ich war persönlich dabei, zum Beispiel bei der Einführung der genetischen Fingerabdrücke, da hat eine politische Partei gesagt, genetische Fingerabdrücke machen wir auf keinen Fall. Wir wissen, Herr Dr. Benecke, wir haben gerade eine Schulung bei Ihnen gemacht. Sie sagen nichts über Persönlichkeitseigenschaften aus. Aber wir machen das trotzdem nicht. Ne? Und dann so, was ist denn jetzt hier los? Also ich kenne das noch. Aber Gen Z ist natürlich, die sagt sich natürlich, seid ihr bescheuert? Ihr könnt doch nicht laut und deutlich mit einem heiligen Schwur sagen, dass keine neuen Ölfelder erschlossen werden. Und das Nächste, was ihr macht, ist ein neues Ölfeld erschließen. Und der Trick hier war, dass angeblich hat der Biden mehrere Ölfelder nicht erlaubt. Nur, ihr müsst mal gucken, wie die Gesamtsumme des geförderten Öls ist. Die ist, glaube ich, trotzdem bei 80-90% von dem, was die beantragt haben, weil die natürlich jetzt die Gebiete zwar geschützt lassen, aber sich das Öl halt anders da erholen. Ne? Also das ist der klassische Fuck-over. What the hell?
Und das ist der Teil, der mich jetzt ärgert als Wissenschaftler. Das Ganze ist super lange bekannt. Eunice Foote ist die erste Person, die beschrieben hat, allerdings noch nicht, was Klimaveränderung angeht, aber was CO2 angeht, dass wenn Strahlung, nennen wir es jetzt mal, ja, aus der Umgebung in ein Röhrchen mit CO2 kommt, dass sich das erwärmt. Das ist schon ziemlich lange her, dass sie das veröffentlicht hat. Das könnt ihr hier sehen, das ist nämlich 1856 gewesen. Da hat sie geschrieben, Eunice Foote, was übrigens sehr ungewöhnlich war, die ist immer die erste Frau gewesen, die irgendwas überhaupt mal veröffentlicht hat in so einer Zeitschrift und so weiter. Also die ist auch noch im Frauenrechtsbereich und so weiter, ist sie sehr bekannt. Und hier seht ihr die Veröffentlichung, ihr müsst das jetzt nicht sehen, aber ihr könnt das sehen, normale Luft und hier Carbonic Air Gas, also Kohlenstoffdioxid. Und dann hat sie halt gemessen, dass das dann also im Sonnenlicht, im Schatten und so weiter, dass das dann verschiedene Temperaturen ergibt. Dann hat kurz darauf, hat der Tyndall 1859, also kurz darauf, der kannte vielleicht die Arbeiten auch nicht, hat dann diesen, was ihr alle kennt, diesen Treibhauseffekt beschrieben, den wir heute so beschreiben. Da kommen die Strahlen runter und dann haben wir halt das Kohlenstoffdioxid in der Luft, ne? Und dann heizt sich die Erde auf wie in einem Treibhaus. Okay, so, jetzt hat man am Anfang noch gesagt, na gut, wir könnten ja versuchen, die CO2-Mengen zu senken, was ihr heute hört, zum Beispiel durch Atomkraft, die ja wieder ganz andere Probleme hat. Nur dann hat sich gezeigt, das funktioniert nicht, weil jetzt Folgendes passiert. Das könnt ihr hier mal ganz aktuell sehen von Our World in Data. Wie wird Strom hergestellt? Also wie viel Kohlenstoffdioxid wird verwendet für Strom 2021? Und dann seht ihr zum Beispiel, dass Polen ganz, ganz, ganz weit vorne ist. Die verbrauchen am meisten Kohlenstoffdioxid für die Herstellung von einer Menge, ne? Oder im Rollenspiel ein Gold, ja? Also, oder ein Energie. Also für ein Energie brauchen die eine ganz große Menge CO2. Und Norwegen braucht nur ganz wenig dafür. Ne? Das sind die Länder, die dann häufig auf Atomkraft setzen und Ähnliches machen. Aber da hat man gedacht, vielleicht kann man das ja so lösen, dass man den Ländern, die jetzt sehr stark eher auf Kohle gehen oder auf sonstige fossile Verbrennung, dass man die irgendwie unterstützt bei der Energiewende oder so. Und jetzt, das ist auch ganz, ganz neu, stellt sich raus, das wird auch nicht funktionieren, das kommt aus dem Wirtschaftsbereich, weil die Wirtschaftsleute gesagt haben, oh, die Kohle wird nicht mehr verwendet, um Strom herzustellen. Können wir damit Stahl herstellen? Wie wär's mit Stahl? Wie hört sich Stahlherstellung an? Ja, und das fällt dann aus den Programmen zur CO2-Reduzierung raus. Das heißt, der Stand heute, also am 26. März 2022 ist, das ist eine Originalaussage von den ölfördernden Ländern, also wörtlich und nicht wörtlich von denjenigen, die Kohle herstellen, ist, jedes Gramm Kohle und jeder Milliliter Öl, den es auf der Erde gibt, wird verbrannt werden. Fuck you. Die ehrlichsten Leute sind die Kuwaitis. Die Kuwaitis haben auf der staatlichen Seite zur Ölförderung, haben die sogar draufstehen, so irgendwie so ganz kurz, so bla bla bla, so fünf Sätze, wir sind nachhaltig, liebevoll und kuscheln Tiere, also jetzt ist Quatsch, ne? Haben sie so eine Nachhaltigkeitsseite, so eine Lügenseite und der Rest, da sagen sie ganz ehrlich, wir werden das alles liefern und ob das jetzt für die Stromherstellung oder für sonst was zum Stahlschmelzen hergestellt wird, das ist uns doch scheißegal. Also die sind wenigstens ehrlich. Während die Leute, die es im Kohlebereich machen, die sagen dann immer, nee, sie wird nicht gefördert. Also ja, und was ist da passiert in Lützerath, verstehe ich nicht. Fördert ihr da jetzt keine Kohle oder was macht ihr da gerade? Wo kommt das Loch her? Ist das ein Badesee oder was? Ne? Und wird einer, ja. Und das ist so lange bekannt, dass ihr das wahrscheinlich überhaupt nicht wisst. Und zwar aus dem Bereich, der für NABU besonders interessant ist. Nämlich, der NABU ist ja ursprünglich, deswegen ist der Vogel ja auch im Logo, ist ja ursprünglich ein Vogelschutzverband. Ne? Dass die Vögel alle sterben, das ist schon seit 1962 bekannt, da hat die Rachel Carson ein super berühmtes Buch, das hat jeder gelesen, ne? Damals, geschrieben über den sogenannten stillen Frühling. Den Begriff habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, der stumme Frühling, stille Frühling. Das kommt von der Rachel Carson. Und das ist deswegen interessant, weil das exakt 10 Jahre vor der ersten wissenschaftlichen Veröffentlichung dazu ist, die wirklich dann jeder gelesen hat, nämlich dem Club of Rome-Bericht. Ne? Und das wiederum hat dann angeregt in den 1960er Jahren solche Sachen wie das hier. Das ist der Roman, der zu Blade Runner Teil 1 und Teil 2 gehört, Do Androids Dream of Electric Sheep von Philip K. Dick. Philip K. Dick hat irgendwas zu viel genommen oder irgendwie was mit seinem Kopf war interessant. Also der hat auch ganz komisch geredet, wenn er mal einen Vortrag gehalten hat, so ein bisschen zu wirr. Aber der hat alles vorher gesehen, was passiert ist. Und das ist selten in Science Fiction. In Science Fiction habt ihr normalerweise 95% Rotze und 5% davon sind total geil, dass man sagt so, wow, ne? Okay, angeregt davon aus dem neuesten Blade Runner, genau das, was uns jetzt nach Stand März, April 2023 bevorsteht. Nur, dass ihr das mal gesehen habt, ist aus der Eingangsszene von dem neuen Blade Runner. Ihr erinnert euch, ne? The Line. Das ist eine Solaranlage, solche Anlagen gibt es auch schon. Das ist Los Angeles.
So sieht es in Deutschland jetzt schon aus. Das sind Felder. Keine Natur, nichts. Werdet ihr gleich noch sehen. Genauso gekommen, wie gesagt, ist nur angeregt von Philipp K. Dick, aber das ist genau das, was wir haben. Absolute, totale, grenzenlose Naturzerstörung, dann diese riesigen Solaranlagen und wie gesagt, da haben wir das Problem, wo sind da die biologischen Netze? Da braucht man über Vögel oder sowas überhaupt nicht mehr nachzudenken, da gibt es überhaupt gar keine mehr. Das erlebt ihr gerade, wir haben seit ein paar Jahren haben wir so wenige Vögel nur noch, jetzt vielleicht nicht gerade irgendwo in Baden-Württemberg ganz im Grün, dass das unfassbar ist. Ja, bitte. Wie gesagt, geht halt von der Vortragszeit ab. Ja, bitte. Er hat gefragt. Danke. Und das ist bereits der Ist-Zustand. Also es gibt noch einen Teil davor, in dem regnet es die ganze Zeit. Das ist Blade Runner 1 aus den 80er Jahren. Da regnet es die ganze Zeit. Und was man halt dann, was wir jetzt wissen ist, das habt ihr vorhin gesehen an diesen von dem Polar Jetstream und so weiter, dass halt eben diese Schwankungen immer extremer werden, so wie ihr das eben vor ein paar Tagen erlebt habt, dass man auf einmal Temperaturschwankungen von 10 oder 20 Grad irgendwo hat. Das Ganze hat dann schon sehr schnell, schützt eure Eulen und Greifvögel und so weiter. Das ist übrigens auch ein sehr deutsches Thema, übrigens auch von den politisch rechten Parteien. Die politisch rechten Parteien haben sich auch schon sehr, sehr stark für den Schutz von Wäldern und Tieren und so weiter immer eingesetzt. Das ist auch eine interessante Geschichte. Die kann ich euch ein andermal erzählen. Und dann gab es also auch schon den Welttierschutztag. Hier könnt ihr sehen, der Tierfreund, den ich da in der Hand habe, der ist auch schon was älter, nämlich von 1968. Wir reden also von genau der Zeit, als Philipp K. Dick da die Science-Fiction-Geschichten geschrieben hat, die eben zu den richtigen Vorhersagen geführt haben. Und der 4. Oktober war der Welttierschutztag. Daran erinnert sich keiner mehr. Das war aber sehr lange so. Da gedenkt man dem heiligen Franz von Assisi. Das war ein Mann, der Psychosen hatte und der mit den Vögeln angeblich reden konnte und so weiter. Der als Heiliger galt. Und hat man das also vereint. Also politisch Rechte, politisch, sagen wir mal, Linke gab es da noch nicht so richtig, aber liberale Parteien und Religiöse, die haben sich da alle zusammengefunden. Also das ist eine verrückte Sache im Tierschutz. Das sieht man auch im NABU. Da ist es also eigentlich total egal. Nee, sieht man wirklich. Ich war beim NABU-Treffen mal, wo neben mir der Landwirtschaftsminister aus Brandenburg stand und zum Beispiel mega abgerappt hat über Wölfe. Also wirklich so, dass ich gedacht habe, wow, das in der Zentrale vom NABU, nicht schlecht, ey. Also der hat mega die Wölfe gedisst und war da auch unbeugsam, ne? Also das fand ich schon interessant. Und dann gab es relativ schnell etwas, was ihr nur von Fridays kennt und was ihr, wenn ihr noch nie einen Vortrag von mir gehört habt oder euch dafür nicht interessiert, vielleicht überhaupt nicht wisst. 1970 gab es bereits Bewegungen, die größer waren als jede Fridays-Demo, die jemals stattgefunden hat. Ihr habt richtig gehört, 1970, noch bevor der Club of Rome-Bericht erschienen ist, da haben sich die Leute schon beim Earth Day eingesetzt für, das ist in New York jetzt, für halt ne, dasselbe wie heute. Also ihr könnt die Bilder nicht unterscheiden, also wenn ich euch erzählen würde, das wäre Berlin vor 10 Jahren oder so, dann würdet ihr sagen, ja, warum nicht, ne, sind die selbstgemalten Dinger, sieht genau wie bei Fridays aus. Es hat sich haargenau nichts geändert, außer dass es wärmer geworden ist, trockener geworden ist, mehr Überschwemmungen stattgefunden haben, noch mehr fossile Brennstoffe gefördert worden sind und so weiter. Es ist nichts zu besseren geworden. Originalstatement aller Naturschutzorganisationen, die ich persönlich näher kenne, wo ich auf Jubiläumsveranstaltungen war, das ist jetzt Originalzitat, das ich jedes einzelne Mal gehört habe, wir haben keine Tierart gerettet. Keine in den letzten 50 Jahren. Da gibt es natürlich immer irgendwelche Beispiele, wo Papageien ausgewildert werden oder dies oder das, aber das ist der Stand der Dinge. Also seit 50 Jahren hat sich nichts geändert. Das erzähle ich euch deswegen, weil ich es halt immer ätzend finde, wenn ältere Leute behaupten, sie hätten das irgendwie nicht gewusst oder so. Das ist auf dem Union Square in New York. Und wie gesagt, ihr könnt die Bilder im Prinzip nicht unterscheiden. Ne? Wenn ich euch erzählen würde, wie ich schon gesagt habe, das wäre jetzt eine Fridays-Demo oder so, würde ich da sagen, ja, okay, ist es aber nicht, sondern das ist 1970 jetzt hier in Chicago. Damals war der Sticker Give Earth a Chance, ne, könnte man heute genauso gut noch austeilen. Und da war richtig, richtig, richtig was los. Und als das so eine Massenbewegung wurde, haben die Forscherinnen und Forscher, 20 Millionen Leute haben damals an den Demos teilgenommen. 20 Millionen nur in den USA. 1970. Vor 52 Jahren, oder 53, je nachdem, wie man rechnen will. Und dann sind die, daraufhin ist dann dass die Grenzen des Wachstums erschienen. 1972, das werdet ihr nicht mehr mitbekommen haben. Das habe ich noch voll mitbekommen. Das ist eines der meistgelesenen Bücher in Deutschland gewesen. Da wurde das erste Mal wissenschaftlich das gezeigt, dass es die Erderwärmung geben wird und dass das auch unausweichlich zu den Dingen, die wir jetzt gerade live erlebt haben in den letzten Wochen, kommen wird. Interessant dabei ist, da könnte man jetzt immer noch sagen, naja, okay, aber Menschen sind halt so, die warten erstmal ab, am Ende kommt es doch anders, das kennt ja jeder, das kann ja schon mal passieren. Das stimmt aber nicht.
Vor wenigen, ich weiß gar nicht, wann es war, es ist im Januar. Im Januar diesen Jahres ist in der Science, die ich schon vorhin erwähnt habe, also diese sehr, sehr, sehr gute Zeitschrift, ihr könnt hier nichts lesen, ich zeige es euch gleich, ist was total Irres veröffentlicht worden. Das habe ich noch nie, sowas habe ich noch nie erlebt. Da gibt's, das ist im Grunde genommen Investigativjournalismus und da ist man bei Exxon, das ist eine der großen Firmen, die fossile Brennstoffe fördert, ist man hingegangen und hat in den Archiven geguckt und hat mal geguckt, ob die das wussten, weil die ja wirtschaftliche Interessen haben. Also ihr habt ja schon gehört, wirtschaftliche Quellen sind immer die besten Quellen. Und schau einer an, ich vergrößere euch das mal gerade raus, wie gesagt, das ist Januar 2023, Exxon wusste bereits in den 1980er Jahren, so wie alle anderen auch, weil in den 70ern es ja schon längst wissenschaftlich veröffentlicht war. Aber auch die Firmen selber, das ist aus den internen Dokumenten von denen, haben die genau das gemacht, was der IPCC, der Weltklimarat, den ich euch vorhin gezeigt habe, haben die das schon gemacht. Die haben diese Vorhersagen für, guckt euch das an, das ist genau dasselbe für die Klimaszenarien gemacht. Ihr seht also die Ähnlichkeit auch schon der Struktur mit den, das ist also Temperaturerhöhungen. Auch über sehr, sehr lange Zeit, das ist die letzte Zwischeneiszeit, ne? Vor 125.000 Jahren. Also das habt ihr vorhin schon gesehen, wo ich es bis 800.000 Jahre zurückgezeigt habe. Das sind die Temperaturveränderungen. Hier jetzt zunächst mal die Beobachteten und dann diese verschiedenen Wege. Und das ist jetzt damals aus den Originaldaten von denen von 1982, die Exxon Modeling. Das heißt, jetzt versteht ihr so langsam, warum die Ölfirmen so eine gute Übung haben, alle für dumm zu verkaufen und halt immer diese Deals mit der Politik zu machen, weil die schwimmen in Geld. Die kennen sich alle untereinander natürlich, ist ja klar. Und die haben natürlich das, was besonders wichtig ist, wenn man in Parlamenten und so weiter Einfluss gewinnen will, die haben natürlich auch alle möglichen Methoden, um einem Menschen einen kurzen Vorteil zu verschaffen, einen politischen, einen sozialen, einen kulturellen, irgendeinen Vorteil. Und das führt natürlich dazu, jeder Mensch ist bestechbar, wisst ihr alle, ne, hängt nur von der Summe oder vom Angebot ab. Und so kommt das dann, dass diese ganzen Klimalügen sich einfach so verbreiten, dass ihr sie dann immer wieder hört, so wie ich es euch gerade am Anfang gezeigt habe. Nee, das ist alles nur Quatsch, das haben sich irgendwelche Forscher in Potsdam mal ausgedacht oder so. Ja, klar, nur dass es schon seit 1970 veröffentlicht ist. Zu den Vögeln, nur weil, wie gesagt, euch das ein bisschen näher interessieren könnte in manchen Gesprächen mit den Leuten, die noch so eher Vogelschützer oder Vogelschützerinnen sind. Das ist seit 1990 bis 2015 jetzt mal hier in dem Fall die Anzahl der Vögel, und zwar Vögel des Waldes, Vögel in der Agrarlandschaft. Das war 100%, hat man einfach mal 1990 als 100% gesetzt. Und da seht ihr schon, das geht insgesamt abwärts. Und was besonders interessant ist, Vögel der Agrarlandschaft verschwinden so stark. Also das werden immer weniger. Also hier fängt das bei 100% an. Das ist jetzt hier irgendwo, sagen wir mal, bei 65% oder noch weniger gelandet. Das ist dieser schweigende Frühling, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und das kommt daher, dass eben die ganzen Landteile genutzt werden. Ich hatte das vorhin schon gesagt, als ich das bei Blade Runner gezeigt habe. Was man da sieht, ist halt, es gibt keine Natur mehr. Diese Zerfelderung, die seht ihr auch. Wenn ihr mit dem Zug durch Baden-Württemberg fahrt, sieht genauso aus. Alles nur Felder oder Thüringen oder irgendwo, ist völlig egal, Niedersachsen. Ihr seht nur diese riesigen Felder, keinerlei Natur mehr, keine grünen Brücken mehr, ist alles Ancient History. Ab und zu mal gibt es diese Grünstreifen, wenn die irgendwo gefördert werden, die sind aber viel zu schmal. Bringt also nichts. Und gleichzeitig passiert auch das hier, das ist jetzt auch die Anzahl der Vögel hier von 0 bis, sagen wir mal 100, ne? 100% von mir aus, 0 bis 100%. Hier seit 1965, hier seit 1980, auch hier wieder nur bis 2050. Die ist veröffentlicht, aber erst 2018. Und da könnt ihr auch wieder das sehen, die, also egal wo man das misst, auch mit sehr, sehr, sehr vielen Tieren, also jetzt nicht nur mit 10 Arten oder 20 Arten, sondern hier mit allen Arten, über 400 Arten, sieht man, und hier fast 300 Arten, da sieht man, das geht also rapide abwärts, besonders bei diesen Farmarten. Und das liegt daran, dass die Landwirtschaft halt immer effizienter wird, das heißt, es wird immer mehr abgetötet. Regenwürmer werden immer kleiner, das kann man messen. Jede Tierart, die ihr euch anguckt, verschwindet einfach, vor meinen Augen. Also ich sehe es live, auf den Leichen haben wir natürlich auch Insekten, aber auch im landwirtschaftlichen Bereich, verschwindet einfach. Und alle Leute haben sich daran gewöhnt. Die haben sich einfach dran gewöhnt, so wie, ich weiß nicht, ob ihr den Marvel-Film gesehen habt, wo da die Hälfte der Helden stirbt, ne? Weil Thanos da der Meinung ist, dass die Hälfte so, zack, auf einmal ist der weg, zack, auf einmal ist der weg. Das ist zwar traurig, aber okay, ist halt so, ne? Und woher wissen wir überhaupt, jetzt kommt nämlich wieder das Argument vom Anfang, woher wissen wir, dass das nicht was Kurzfristiges ist? Eine Schwankung, könnte ja sein. Sind ja nur, was weiß ich, 50, 60 Jahre. Das wissen wir daher, weil wir die Hintergrundaussterberate kennen. Wir wissen, wie viele Tiere verschwinden oder aussterben. Ich habe jetzt gerade nicht von Ausgestorbenen geredet, sondern nur von welchen, die mir weniger sehen. Aber jetzt reden wir mal von Tieren, die aussterben. Das hier ist die Aussterberate, in dem Fall jetzt von 0 bis 1,6, warum auch immer. Und das hier ist jetzt ab 1500. Also das ist der Zeitraum, wo, wie ich vorhin schon erwähnte, deswegen kenne ich mich seitdem auch erst aus, seit 1550 rum, weil da fing das an, dass so Tierbücher und sowas so fancy wurden und 1600 um die Zeit. Und dann könnt ihr jetzt sehen, in dieser Zeit ist es jetzt nicht die
das Mehrwerden der Tiere, sondern es ist die Aussterberate. Und ihr ahnt es schon, mit Industrialisierung fängt das wieder an. Und das Hintergrundaussterberate, da hat man gesagt, ja klar, okay, wenn es immer mehr Menschen gibt, sterben natürlich immer mehr Tierarten aus, ist ja klar. Ich meine, Menschen verbreiten sich, okay, who cares. Das ist die Hintergrundrate. Und dann ab der Industrialisierung geht das steil aufwärts. Und am krassesten hat es die Amphibien getroffen. Also ich weiß nicht, wie alt ihr jetzt im Einzelnen seid, aber ich denke, ihr könnt euch wirklich, glaube ich, oder bin ich mir sogar sicher, nicht mal ansatzweise vorstellen, wie viele Frösche, Lurche und Vögel, nur um die mal zu nehmen, die so jeder kennt, und Schmetterlinge, nehmen wir mal die vier, rumgesprungen sind. Wenn ich euch das jetzt erzählen würde, ich habe das früher gemacht, ich lasse das jetzt, weil ihr denkt, ich bin verrückt geworden und habe irgendwie eine Substanz genommen. Es war alles voll, die ganze Welt war voll Vogelgesang, voll Schmetterlingen, voll Fröschen, voll Kröten und so weiter. Das kann man überhaupt nicht mehr beschreiben, wie das war. Also insbesondere bei den Schmetterlingen und bei den Vögeln. Ihr könnt euch das noch nicht mal ansatzweise vorstellen. Das ist wie im Disney-Film oder Avatar oder irgend sowas, wo das Gute dann gegen das Schlechte dargestellt wird. Das ist absoluter Irrsinn. Und das ist auch gemessen. Also ihr habt jetzt gesehen, es ist kein Skaleneffekt. Wir können über 800.000 Jahre gucken, wir können über 80 Jahre gucken. Wir können sogar über Jahrmillionen gucken. Wir wissen mittlerweile, wenn wir hunderte von Millionen Jahren gucken, dass wir im größten Aussterbeereignis aller Zeiten sind, seit es Menschen auf der Erde gibt. Und jetzt will ich euch nur noch mal eine Sache oder zwei Kleinigkeiten zeigen, dann können wir Schluss machen, wenn ihr wollt. Und zwar das Erste ist, was denkt ihr, wie viel so natürliche Flächen in Naturschutzgebieten, so Wälder es noch gibt? Ihr habt alle mitbekommen, Hambi wahrscheinlich noch, Lützi etc. Und vielleicht auch kleinere Aktionen. Es werden ja ständig noch alte Wälder vernichtet für kleine Industrieerweiterungen, über die man deutschlandweit gar nicht so viel hört. Stellt euch mal kurz eine Deutschlandkarte vor und guckt mal, wo noch so intakte, naturgeschützte Wälder vorhanden sind. In Deutschland, also in einem Land, was da sehr, sehr viel Wert drauf legt, was eigentlich auch viele Naturschutzgebiete hat. Achtung, jetzt müsst ihr ganz tapfer sein. Das ist überhaupt gar nichts. Das ist ein Witz. Die aktuelle Berechnung, die wir, also ich nicht, ne, die Kollegen und Kolleginnen, die sich damit ausgehen gemacht haben, ist, ihr habt es ja gehört, sollen ja 30% aller Wassergebiete geschützt werden. Das ist eine Berechnung, die vorher kam. Es ist nötig, ein Drittel der Land- und Wasserfläche komplett zu schützen. Und zwar nicht so, wie man das mit Wasser gemacht hat. Bei Wasser hat man es nämlich so gemacht, dass man gesagt hat, okay, es ist geschützt, aber fischen darf man da trotzdem. Also, verstehe ich jetzt nicht. Und genauso ist das hier. Das ist alles nur Lüge. Es gibt keine Wälder mehr in Deutschland. Na klar gibt es ein paar schöne Bilder, da kriege ich dann auch super geile Bilder im Winter und im Sommer davon. Ne? Und was mich persönlich besonders erstaunt hat, weil ich ja mit so kleineren Tieren arbeite, bei Leichen, ne? So Käfer, Ameisen, Fliegen, Motten, irgendwas, wen es eigentlich getroffen hat, könnt man selber überlegen. Überlegt euch mal so alle Tiere, die ihr so kennt, so, die angeblich nach dem Atomkrieg überleben würden, ne, so Schaben, Ameisen, was weiß ich was. Und dann so alle möglichen anderen Tiere, weiß ich nicht, was könntet ihr denn kennen? Bienen, Zikaden, Heuschrecken, sowas. Ne? Wen hat es eigentlich in den letzten Jahren am meisten getroffen von den Tieren? Und auch das ist unfassbar, das ist gemessen, alles gemessen. Also, wie gesagt, die meisten werdet ihr nicht kennen. Gnitzen, Dunkelmücken und so, das kennt ihr nur, wenn euch dafür interessiert. Eulenfalter und so, Zünsler, Köcherfliegen. Aber das Rote ist eine klare, gemessene Abnahme. Das Grüne ist eine Zunahme, das Gelbe ist gleichbleibend. Jetzt gucken wir mal, wen es am allermeisten weggehämmert hat. Ameisen. Das ist aus dem Insektenatlas 2020. Wenn ihr mir das 2019 erzählt hättet, ohne, das meine ich ganz ernst, dann hätte selbst ich als jemand, der immer super vorsichtig ist und sagt, okay, nee, da muss man erstmal eine Messung machen, hätte ich gesagt, da hast du dich verlesen. Nicht die Ameisen. Und ich sehe es. Ich sehe es auf der ganzen Welt. Und warum trifft es die Ameisen so stark? Weil nicht nur im Großen und Ganzen die Naturgebiete alle komplett zerstört werden, sondern sie werden halt auch im Kleinen zerstört, sodass die Ameisen überhaupt keine, wie soll man sagen, Häuschen sozusagen mehr bauen können, die in einem intakten Biotop drin sind. Ameisen sind mittlerweile, jetzt während wir stehen, sind im Grunde genommen eine Belustigung für Kinder, wo man sich so einen Ameisenkasten kauft und dann kann man so ein, zwei Jahre, solange man halt Lust hat, kann man sich die Ameisen in dem Glaskasten angucken. Die Ameisen sind verschwunden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist unfassbar. Und das ist deswegen so ärgerlich, weil wenn man gar keine Insektizide und sonstige biologisch gegen Insekten wirkende Maßnahmen in der Landwirtschaft durchführen würde, zum Beispiel einfach Marienkäfer an ihren Platz lässt und einfach so breite Blühstreifen macht, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen wird das so gemacht, in der Umgebung von Bonn, da wollen die nicht so wildes Zeug in den Obstgärten haben, dass das da so hoch wächst, ne, so Blumenwiesen, aber die machen das außenrum. Und dann haben jedes
Es gibt keine Ausnahme davon. Jeder Einzelne, der das versucht hat, hat festgestellt, dass wenn man wilde Natur ringsrum lässt oder mittendrin lässt, dass man viel höhere Erträge hat und auch keine Insektengifte mehr braucht. Das heißt, die Insektengifte bewirken, dass ihr Insektengifte braucht. Wenn ihr keine Insektengifte benutzt, braucht ihr keine Insektengifte. Das hört sich jetzt natürlich mega wollsockig an. Ich weiß schon, was jetzt die ältere Person sagt. Ah, du hast überhaupt gar keine Ahnung von Landwirtschaft und so. Bei mir ist das anders. Ja, dann guckt euch mal den Betrieb an. Ne? Das ist klar, der Betrieb beruht auf kompletter, totaler Ausbeutung des vorhandenen Landes. Und dann wird halt irgendwas anderes verwendet, was das Biosystem zerstört. Meinetwegen zu viel Kunstdünger. Oder es wird alles, was jetzt letztes Jahr passiert ist, alles wird super krass gemäht, dass man so eine Art Weide hat und dann trocknet die einfach komplett aus, dann haben die Rinder nichts mehr zu fressen und so. So geht das nicht, ne? Man braucht halt vielfältige Biotope. Also das ist so der Hauptpunkt, den ich euch zeigen wollte. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, was euch noch interessiert. Ich würde dann eventuell noch was raussuchen. Und wichtig ist mir aber wirklich, dass wenn ihr das hört von den ganzen Umweltschutzorganisationen, die nicht wie der NABU halt so ultra mitgliederstark sind und auch im bürgerlichen Umfeld so verankert sind, das, was die da alle sagen, das steht 100% in Einklang mit der Wissenschaft, auch was die letzte Generation sagt. Also nicht nur Greta, die ja sowieso ein gewisses Standing hat, sondern auch wirklich alle anderen. Ich habe von denen noch nie eine unwahre Aussage gehört. Ne? Also das ist schon eindrucksvoll. Also jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, noch was fragen und ich kann euch noch irgendwas raussuchen dazu. Was können wir jetzt alle machen? Also, gut, können wir damit anfangen. Also eine gute Möglichkeit, um was zu machen, ist natürlich, ihr könntet in den, das lasse ich mal weg, das ist zu umfangreich, ihr könntet in den IPCC-Bericht reingucken, da steht drin, was sozusagen, besonders wirksam ist und was nicht. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Flugverkehr ist gar nicht das Hauptproblem, was viele von euch vielleicht überrascht hat. Das wusste ich selber vorher auch nicht. Man kann das aber nachgucken, indem man einfach in solche, guckt man sich einfach an. Also, okay, Schritt Nummer 1, ganz neu, von vorgestern oder so, Insekten essen. So, ne? Soll man machen. Das ist zum Beispiel, das funktioniert nicht. Da werdet ihr immer die Zahl hören, das spart das Hundertfache an Klima, Gasen und Umwelt. So. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist völlig unbekannt, wie viel das spart. Es könnte sein, dass es überhaupt nichts spart. Rechnerisch zunächst mal spart das sehr viel. Aber ich habe dann mal mit Gründerinnen geredet, dann haben die zu mir gesagt, das war das Lustigste, das war vor ungefähr einer Woche, vor 7 Tagen, hat die Gründerin zu mir gesagt, ja, wir stellen Insektenpulver her, also Proteinpulver, und das machen wir in Nudeln und Brot. Dann habe ich gesagt, ja, aber Nudeln und Brot sind doch vegan, warum tust du denn da jetzt Tierprodukte rein? Und da ist ja so, super viel Eiweiß sowieso schon drin. Antwort, ich bin Bewählerin, ich kannte nur Nudeln und Brot. Hat die wörtlich gesagt, online, ist im Podcast drin. Also das funktioniert überhaupt nicht, weil da sind Leute am Werk, die das nur als Business Opportunity sehen und die überhaupt nicht, also die da überhaupt keinen biologischen Zusammenhang sehen, besonders nicht den Erhalt der biologischen Netze, dann haben wir diese Blade Runner Situation. Das zweite ist, man kann natürlich auf andere Sachen gucken, zum Beispiel worauf ich sehr stark gucke, ist Landverbrauch, Wasserverbrauch, aus den Gründen, die ihr gerade gehört habt, weil CO2 ist die eine Sache, aber wenn ich kein Land mehr habe, wo ich was anpflanzen kann, dann nützt es mir auch nichts, wenn es wieder kühler ist, ne? Wenn das ganze Land weggeschwemmt ist. Also das kennt ihr alle, Rindfleisch ist natürlich so wie am klimaschädlichsten Butter, aber es gibt natürlich auch viele andere Sachen. DIN A4-Blätter, gut, das kennt ihr auch, steht unter der E-Mail, drucken Sie bitte diese E-Mail nicht aus. Kuhmilch, okay, ist jetzt nicht mehr ganz so extrem, aber ist natürlich die Frage, ob man hier einen Liter mit einem Kilogramm vergleichen will. Und dann kommt man eben zum Gemüse und dann ist man sofort bei Werten, die einem, das wisst ihr jetzt, was jetzt kommt, sagen, natürlich kann man sich nur pflanzlich ernähren. Also wer das nicht macht und gleichzeitig für Klimaschutz eintritt, der, ich weiß nicht, was das für Leute sind. Also die sind merkwürdig, sehr, sehr seltsame Menschen. Sehr, sehr seltsame Menschen. Also die sagen A und tun B. Ne? Die sagen, sie setzen sich für Klimaschutz ein oder Tierschutz und machen das exakte Gegenteil, weil sie Tierprodukte verwenden. Ich habe auch jede Ausrede schon gehört, von ist Bio bis zu allem anderen, was ihr selber schon oft gehört habt. Aber das ist schon mal das Erste. Also wenn man das Einfachste und durch Messung bewiesen Wirksamste, was heute sofort was wirkt. Also das wirkt ja sofort am selben Tag. Also ihr gebt in demselben Moment, wo ihr euch pflanzlich ernährt, gebt ihr nicht nur sehr viel Wasser, sondern eben auch Landfläche frei. Also rund 80% Landfläche gebt ihr dann auf einmal frei. Oder 70% und beim Wasser sieht das genauso aus. Also das ist natürlich das Kleinste, was jeder sofort tun kann. Dann kommt natürlich immer, nee, muss die Politik sich drum kümmern. Antwort, nein. Du bestimmst, was auf deinem Teller ist, nicht irgendjemand anders. Du bist der Kapitän von deinem Leben oder die Kapitänin, nicht irgendein Politiker oder eine Politikerin. Hör mit der Scheiße auf. Du lügst. Das ist eine Lüge. So, das ist Nummer 1.
Also das ist, weil das ist durch Messdaten. Das Lustige daran ist, dass das sogar schon in die populäre Boulevardpresse übergegangen ist. Nicht nur bei PETA, da wundert ihr euch nicht. Ne? Ist klar, PETA, ne, das ist eine Tierschutzorganisation. Die sagen dann natürlich, okay, eine Erbsen, die ultra viel Eiweiß enthalten, nämlich genauso viel wie Rindfleisch, das ist auch so ein Märchen. Angeblich sollen Pflanzen weniger Eiweiß enthalten. Ich hab keine Ahnung, wo das herkommt. Ich weiß nicht, das ist so absurd. Das wäre so, als ob ich sagen würde, ich stehe hier in Baden. Und so, wow, da würden alle Schwaben. Ja, ne, das wissen jetzt nur die Schwaben und Schwäbinnen, warum das lustig ist, aber die anderen nicht. Aber das ist so wie, nein, Schwaben ist nicht Baden. So, aber, also klar, also haben wir das 36-fache an CO2. Aber diese Tabellen, also fleischbasiert versus vegetarisch versus vegan, das habe ich euch gerade schon gezeigt, diese Tabellen, die also schon sehr eindrucksvoll sind, auch wenn man die so mit so Würfeln darstellt, damit man sich besser vorstellen kann, habt ihr ja vorhin schon gesehen, Wasserverbrauch bei Rind ist größer als bei Schwein, ist bei Huhn. Bei Huhn sind wir immer noch bei 4.300 Liter. Ihr erinnert euch, bei Gemüse haben wir jetzt hier in dem Fall schon eine Verhundertstelung und wenn das hier gegenrechnet, dann ist es natürlich noch wesentlich mehr. Und das kann man halt natürlich einfach machen, nur das reicht natürlich nicht. Also das ist jetzt nicht alles. Und da kann man dann, ich stelle das eh online, ihr müsst das jetzt nicht alles lesen, das geht auch gar nicht. Hier könnt ihr sehen, was zum Beispiel wieder Our World in Data hier ausgerechnet hat. Also wenn man Business as usual macht, bleibt man jetzt zwischen 2020 und 2021 bei irgendeiner Menge, die ist hier grau. Also das ist die Menge, die dann halt dann entsteht, an Gigatonnen, in dem Fall CO2. So, und wenn wir jetzt nur über Nahrung gehen, und das ist ja, wie gesagt, das kann jeder heute machen, außer man labert und lügt, dann nicht. Ne? Aber man kann es auch machen einfach, niemand hindert euch. Dann kann man eben versuchen, die Reduktion, zum Beispiel indem man den Nahrungsabfall vermindert, kann man schon mal fast 30% von dem Kohlendioxid aus den Nahrungsmitteln einsparen. Diese Aktion kennt ihr, es gibt ja seit einer Woche auch eine große Firma, die versucht das mit so richtigen Boxen zu machen, dass man sich in so großen Boxen die nicht gebrauchten Lebensmittel abholen kann. Dann kann man versuchen, sich einfach gesünder zu ernähren, was dazu führt, dass man auf pflanzliche Ernährung umsteigen wird. Dann kommt man auch nochmal auf dasselbe, also auf ein Drittel ungefähr. Dann könnte man Best Farm Practices machen, wo dann weniger Emissionen sind. Und jetzt seht ihr schon, das bringt was. Das bringt wirklich was. Und wenn man das voll umstellt, also wenn man alle Ausstoßquellen, die im Nahrungsmittelbereich, also wohlgemerkt nur im Nahrungsmittelbereich auftreten, dann wird es CO2-negativ. Das heißt, das ist überhaupt kein Problem. Da sagen zwar dann auch wieder alle, nee, es gibt so viele Landflächen, die können nicht bewirtschaftet werden, da muss man Rinder drauf grasen lassen. Aber das ist das Häufigste, was ihr hören werdet. Das ist aber deswegen Bullshit, weil wenn ihr 80% der Landfläche freigebt, wird wohl was übrig bleiben, wo ihr Gemüse drauf anpflanzen könnt. Ne? Also da wird man also in so eine Falle gelockt, argumentativ. Und das Zweite, das kann euch jetzt egal sein oder auch nicht, aber wenn man schon sagt, man ist von einem Naturschutzverband, dann sollte man sich auch überlegen, dass man vielleicht nicht 872 Millionen Tiere pro Jahr durch Nahrungsmittelproduktion für sich töten lassen möchte. Weil was ihr da macht, wenn jemand anders tierische Nahrungsmittel verwendet, man lässt die halt töten. Ja, okay, ihr habt denen nicht den Hals umgedreht, ihr habt denen nicht den Hals aufgeschnitten, ihr habt die nicht mit einer Elektrozange getötet. Wow, toller Verdienst. Ne? Habt ihr richtig gehört? 872 Millionen Tiere nur in Deutschland. Ich weiß nicht, also wie gesagt, das kann euch egal sein, aber dann sollte man wenigstens, wenn man schon im Naturschutz tätig ist und Tiere trotzdem hasst, dann könnte man ja wenigstens Pflanzen essen. Und das war das, was ich vorhin zeigen wollte. Sogar die Bild-Zeitung hat es aufgegriffen. Olivia Meyer, 28, Grafikerin bei Bild. Für Klima verzichte ich gern aufs Fleisch. Ne? Also da seht ihr das. Das heißt, die Wahrheit ist, dass das in der nicht nur in der bürgerlichen Mitte, sondern auch in der konservativ-wirtschaftlichen Ecke, die Bild ja vertritt, angekommen ist und die wissen das alle. Das heißt, ihr braucht euch überhaupt nicht fragen, wie tief ihr in die Diskussion einsteigen sollt, weil wenn ihr alles, was ich euch heute jetzt so schlaglichtartig gezeigt habe, wenn ihr das also so aufgreift und dann vielleicht nochmal euch die Daten anguckt, wenn ihr Lust habt oder so, dann wisst ihr, dass das nur Tricks sind, die seit 50 Jahren eben sehr gut eingeübt sind und die dann über die üblichen Kanäle, soziale Medien, alles Mögliche, werden die halt gestreut. Und einige Leute glauben es dann und kommen dann wieder, aber das ist alles trotzdem nicht wahr. Und das kann man durch Messungen belegen, das ist das eine. Und das zweite ist, dass man eben insgesamt eine Kreislaufwirtschaft hat. Also, dass wenn ihr, egal welches Produkt ihr verwendet, egal was, guckt euch das an und überlegt euch, kann das recycelt werden? Und zwar so, dass es nicht super viel Energie kostet. Weil zum Beispiel diese ganze PET-Recycling, was wir jetzt seit einem halben Jahr haben, da steht ja auf jedem PET-Produkt steht drauf recycelt. Aber ihr wisst alle, was das in Wirklichkeit ist. Das sind in Wirklichkeit PET-Abfälle, die noch nie benutzt wurden. Und die werden dann verwendet, um dann neue Plastikflaschen draus zu machen. Ne? Also das ist auch nur ein Märchen.
Es ist besser als was anderes, aber es bringt nicht viel. Das heißt, die beiden Sachen kann man sofort selber durchführen und dadurch über die wirtschaftlichen Vorgänge, die ich vorhin angesprochen habe, dann Druck nach oben ausüben. Da regen sich natürlich alle drüber auf, weil die sagen, Marc, das ist nicht das Problem des Einzelnen, das muss die Politik machen. Aber ihr könnt mal sehen, wie schnell die Politik und die Wirtschaft reagiert, wenn ihr als Konsumenten und Konsumentinnen ausfallt. Das wisst ihr alle. Das ist einfach nur eine Ausrede zu sagen, das muss die Politik zu machen. Weil dann kann ich mich weiter so verhalten, wie jetzt. Ich sage, da kann ich auch nichts dafür, ihr. Ja. Also das sind die beiden Sachen, die sofort umsetzbar sind. Und was den NABU angeht, natürlich, man muss sich halt überlegen, welche Gebiete erhalte ich wie. Ne? Der NABU hatte ja einen riesen Ärger, weil die sich teilweise gegen Windkraftanlagen vor ein paar Jahren eingesetzt haben. Da erinnere ich mich noch dran, da stand der Präsident neben mir in der Bundeszentrale vom NABU und hat gesagt, aber wir sind doch die Demos machen, weil draußen war eine Demo gegen den NABU. Ne? weil der NABU also sich da in einer bestimmten Region gegen die Windkraft eingesetzt hat, damit da keine anderen Tiere getötet werden. Und solche Sachen muss man natürlich auch machen, sich überlegen, welche Art von Naturschutz führe ich durch. Also das wären die beiden Sachen, die sofort jederzeit gehen und die einen Rieseneffekt haben. Ja, schon gut. Vorhin bei der Statistik, wo das Vogelsterben quasi gezeigt wurde, da war ein Anstieg erkennbar bei den Waldvögeln. Mich würde jetzt interessieren, wenn man wirklich, also bringen die Maßnahmen, die man ergreift für Waldschutz etwas, weil klar, wir haben fast keine Wälder mehr, so, aber wenn man jetzt erhält, kommt dieser Anstieg daher, kommt er durch Maßnahmen, was kann man wirklich jetzt schon als positive Effekte aus dem Naturschutz sehen? Das würde mich interessieren, auch um Hoffnung, also die Menschen wollen halt wissen, dass es etwas bringt, wenn man halt mitmacht, wenn man unterstützt. Also es gibt ja keinen Anstieg, ne? Also hier ist es ja nur von 100% gesunken, ja. Und hier ist es auch gesunken, also insgesamt sinkt das. Und das kann man ja auch, Entschuldigung, das kann man ja auch hier sehen, dass das ja klar. Ja klar, also jeder, also gerade zum Beispiel jetzt, weil du Wälder ansprichst, zum Beispiel bei den Waldarten, also jeder Walderhalt ist extrem wichtig. Nur da müsst ihr euch halt drüber im Klaren sein, dass die vergangenen, sagen wir mal, 5 bis 7 Jahre gezeigt haben, dass die Wälder nicht erhalten werden. Es passiert einfach nicht, es gibt kein Beispiel. Es ist alles abgeholzt worden, jeder einzelne Wald. Um den die Naturschützer und Naturschützerinnen gekämpft haben. Was produziert natürlich das meiste, wenn es nicht der Flugverkehr ist? Also Verkehr würde sehr, sehr viel bringen, Verkehrswende, aber das muss ich euch jetzt wirklich nicht erzählen, ne? Das ist klar. Und ansonsten auch sehr viele industrielle Vorgänge. Deswegen ist das halt auch so gefährlich mit dem Umschwenken, dass die fossilen Brennstoffe, also Öle und Kohlen und so, dass die halt sowieso verwendet werden. Die werden dann nicht mehr zur Stromerzeugung verwendet, wie ich euch gezeigt habe, sondern für irgendwas anderes. Und da kommen diese ganzen industriellen Prozesse ins Spiel. Das ist relativ fein aufgeschlüsselt. Wenn ihr wollt, kann ich euch das ein andermal noch zeigen. Es ist aber, also der IPCC hat da auch eine schöne Tabelle zu, könnt ihr euch auch runterladen in dem Bericht, der vor wenigen Tagen erschienen ist. Es ist aber so, dass man tatsächlich überall sehr schnell sehr viel angreifen muss. Es spielt also im Grunde genommen jetzt keine Rolle. Also nehmen wir an, du wärst jetzt Chef von irgendeiner großen Firma und würdest sagen, okay, ich stelle jetzt innerhalb von einem Jahr, stelle ich das mal durch eine Investition und zum Beispiel, was der NABU auch richtig fordert und viele andere Umweltverbände, auf alle Dächer Solar. Das ist nicht toll, weil die Solarzellen werden auch mit fossiler Energie hergestellt, zum Beispiel in China oder wo auch immer die hergestellt werden. Aber man kann dann insgesamt, kann man schon mal anfangen, auf CO2-neutrale Energien irgendwie umzuschwenken. Und da ist man aber wieder im Dilemma, was ich vorhin schon geschildert habe, was der Bienen macht. Ne? Man verwendet CO2, um CO2 zu sparen. Aber diese Sachen, die würden schon gehen. Also da kannst du, also Verkehr kann jeder selber machen, Ernährung kann jeder selber machen. Industrielle Prozesse insofern, indem du selber versuchst, Kreislaufwirtschaft mit deinen Produkten zu betreiben. Zum Beispiel, ich habe einfach nur ein paar Schuhe und 2 Paar von diesen Klamotten. Lachen mich alle aus, ist mir egal. Ne, oder sowas. Also das ist jetzt vielleicht für euch zu kauzig und freakig, aber ich meine, man kann wirklich sehr, wie jetzt Fridays oder so immer sagen, radikal, ne? Ich finde den Begriff nicht so, aber man kann da wirklich sehr radikal was machen, ist kein Problem. Ich wechsle meine Schuhe so, also wenn die Sohlen durchgelaufen sind bei den Ölsohlen von den Dogs, da ging das früher nicht, jetzt habe ich mir neue geholt mit Sohlen, die man auswechseln kann. Also erfahrungsgemäß halten meine Schuhe so 5 bis 6 Jahre. Überhaupt kein Problem. Und ich ziehe dieselben im Sommer wie im Winter an, ist auch kein Problem. Also das sind jetzt aber Sachen, da könnt ihr euch selber überlegen. Also es ist natürlich nur Kleinkram, ne, was die Insgesamtbilanz angeht, aber gerade was die Nahrung angeht, da könnte man ultra krassen Druck in kürzester Zeit ausüben. Das wäre überhaupt kein Problem. Und natürlich auch Verkehr. Also ÖPNV ist zum Beispiel noch so ein Problem, stimmt, das fällt mir auf deine Frage auch noch ein. Viele Städte haben halt ÖPNV-Programme, die jetzt sehr CO2-intensiv sind, zum Beispiel unter Tunnelung von Städten.
Und das war aber schon so langfristig geplant, dass das können die Städte aus rechtlichen Gründen nicht mehr stoppen. In Köln ist zum Beispiel das Problem, da wird das wahrscheinlich durchgezogen, ist sehr CO2-intensiv, obwohl die schlauere Maßnahme, genau wie bei Stuttgart 21 wäre, dass man das einfach oberhalb der Erde lässt. Also wenn man in Köln alle Bahnen oben lassen würde, alles für den Radverkehr freigeben würde und dann vielleicht noch eine oder gar keine Autospur machen würde, je nachdem, sodass die Leute sich natürlich noch bewegen können, das alles barrierefrei machen würde, wäre das natürlich wesentlich besser von der CO2-Bilanz von allem anderen her. Auch fürs Stadt, auch, ach so, überall Bäume pflanzen, ist auch nur Kleinkram, bringt aber super viel, mache ich zum Beispiel auch. Ich bin derjenige, der in Köln, wir haben in Köln so ein Baumpflanzprogramm, ich bin tatsächlich der, der am meisten Bäume von allen gepflanzt hat. Als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, das kann doch nicht sein. Ich meine, ich habe noch nicht mal so super viel Geld oder so. Warum geht da nicht irgendeine Firma hin und macht das und hat das geilste Image aller Zeiten, wenn sie das Hundertfache von dem anpflanzen, was ich da habe anpflanzen lassen? Also da gibt es sehr, sehr, sehr viel. Und das erzeugt auch viel Druck und Außenwirkung. Aber halt nicht, ich spende mein Geld für die Bäume in Brasilien. Weil ihr wisst ganz genau, was passiert. Geld weg, Baum weg. Ne? Also das könnt ihr vergessen. Also, ich hätte noch eine persönliche Frage, unter dem Motto Freude ist nur ein Mangel an Informationen. Wie hältst du dich psychisch fit bei all der Auseinandersetzung mit den negativen Themen? Ja, ich komme aus Köln, also in Köln sagen wir immer, es ist wie es ist, also das ist so eine Einstellung. Also Köln ist auch komplett zerbombt worden. Ich bin eine meiner Großmütter, die kam aus der Zeit und die war auch immer so, ja, das ist halt so, das ist In Schwaben gibt's ja, das ist nicht dasselbe, aber da gibt es ja auch diese Regel, nicht geschimpft ist schon genug gelobt zum Beispiel, ne? Das ist auch aus dieser fatalistischen Region, es kommt wahrscheinlich von der Schwäbischen Alb oder so, wo da hatten die ja früher überhaupt kein Wasser und nichts, ne? Und dann ist die ganze Textilindustrie da zusammengebrochen. Also meine Frau und ich, wir sagen immer, wir informieren, ne? Wie du schon gesagt hast, also wir informieren so viel es geht, aber wenn dann keiner was ändert, ist es mir auch egal. Ich habe das ja, wie gesagt, auch schon bei politischen Parteien erlebt. Die sagen, Marc, wir haben alles wirklich verstanden. Wir haben auch Bio studiert oder sonst irgendwas. Ne? Wir haben das wirklich verstanden. Und dann gehen die halt raus, wie ich es vorhin vorgemacht habe, und sagen halt, wir sind dagegen. Und dann so, Ne? Und dann sagen, ja, Marc, nicht böse sein, das ist halt, weil das politisch jetzt ist. Ne? Und keine, also das kenne ich schon, mir ist das egal. Ich meine, Menschen gehen auch fremd und hinterziehen Steuern und machen sonst irgendwas. Menschen sind halt komisch. Also, I don't care, echt. Also. Ja klar, ja, nur pflanzliche Produkte. Also es bringt überhaupt nichts. Also das war sehr schön. Ich mag die Wirtschaftsleute seit ein paar Jahren, weil ich mal in einer Konferenz von denen war. Die haben gesagt, das war ein Think Tank aus der Schweiz. Also ganz ernste Volkswirtschaft. Nicht Betriebswirtschaft, sondern Volkswirtschaft. Ganz, ganz ernst, mit Anzug alle, auch kein Humor. Die fanden die Tier- und Naturschützer auch so ein bisschen komisch und so. Und die haben das mal alles ausgerechnet. Und die haben gesagt, wenn wir das hinkriegen wollen, mit dem, was ihr da vorhin gesehen habt, dass also diese Abzweigungen, die ihr da so als Grafiken oder als Straßen gesehen habt, wenn wir das irgendwie hinkriegen wollen, dann müssen alle Leute in Industrieländern, Achtung, die Hälfte ihres Einkommens sofort in direkte, nachweisliche Klima- und Umweltmaßnahmen reingeben oder es einer Organisation spenden, die es direkt umsetzt. Das könnten auch Leute, das wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der NABU macht ja auch politisch sehr, sehr viel. Also deswegen bringt das zum Beispiel auch was. Es gibt aber auch andere Organisationen, die Hälfte des Einkommens berechnet, keine Meinungsäußerung, und natürlich überhaupt keine tierischen Produkte verwenden, weil ob du Milch nimmst oder das Schweinefleisch, das war das Beispiel, was der damals gesagt hat, ist, guck mal, eine Scheibe Schinken, das ist fast nichts. Aber die Liter Milch, was die an CO2 nach sich ziehen, nicht nur aus der Kuh, sondern auch aus der ganzen Produktion, den Transport von dieser Flüssigkeit, die Verpackung und so weiter, da ist die Scheibe Schinken, da kannst du ruhig weiter Schinken essen, wenn du aufhörst, Milch zu trinken, Kuhmilch zu trinken. Und natürlich die logische Schlussfolgerung ist, keine tierischen Produkte verwenden, gar keine. Ne? Auch nicht so bla bla bla. Das, was ich am krassesten, am hirnverbranntesten finde, ist das Flexitarier. Ich bin Flexitarier. Ich kenne keinen Menschen auf der Erde, der nicht Flexitarier ist. Was ist das für ein Begriff? Es ist ein völlig sinnentleerter Begriff. Alle Menschen sind immer Flexitarier. Also was soll das bedeuten? Also eine... Also einfach einschalten, wenn ihr sehr viele Zitate zugerechnet, eins davon ist auch, dass der nächste große evolutionäre Schritt in der Welt Gesellschaft sein wird, auf tierische Produkte zu verzichten. Aus dem täglichen Arbeitsalltag kann ich dir jetzt sagen, das wird nicht passieren hier in Deutschland. Also auch in den nächsten 30, 40 Jahren nicht. Was
was sind andere Methoden? Was können wir den Leuten noch ans Herz legen? Ja, also wenn ihr jetzt im Naturschutzbereich was machen wollt, wie ich schon sagte, diese Naturschutzgebiete, da war es vielleicht kurz draußen, also diese Naturschutzgebiete wirklich mal ausweiten und nicht diesen Scherz hier betreiben, der ist ja, also wie gesagt, als ich die Karte gesehen habe, ich habe die erst vor ein paar Tagen gesehen, habe ich wirklich gedacht, okay, wow, also du weißt so viel nicht, wie schlimm es eigentlich häufig ist. Also da könnte man extrem viel tun, weil es was bringt, das hattet ihr auch gerade gefragt. Das bringt messbar sehr, sehr viel, also da kann man viel sofort, da sieht man sofort eine Wiederkehr, wenn die noch da sind, von Vögeln, Insekten und so weiter. Also das ist überhaupt kein Problem. Und nur man muss es halt massiv ausweiten, weil diese Zerstückelung, die führt natürlich dazu, dass es mittelfristig ausstirbt, ne? Das ist klar. Das wäre jetzt im Naturschutzbereich. Also das sind ja nur die Nationalparks. Das sind nur die Nationalparks, ja. Weil das ist, also Deutschland ist ja zu 30% vom Wald bedeckt. Also genau. Genau, das ist halt Shitwald, das ist nur industrielle Klopapiererzeugung, wie gesagt, ne? Aber man könnte halt Waldumbau betreiben. Ja, ja, das ist auch schon bekannt seit 1970. Ich meine, das weiß jeder Landwirt und jede Landwirtin weiß das natürlich in Wirklichkeit. Aber, und erst recht Förster, Försterinnen und alle und Waldwirte, Waldwirtinnen und so. Aber natürlich könnte man diese ganzen verspargelten Industriewälder könnte man problemlos umwandeln. Das dauert ungefähr so 20 Jahre, aber das wäre gut machbar, zumal das auch eine sinnvolle Investition wäre. Ne, also, und man könnte sogar noch Holz entnehmen eine Zeit lang, also dieses Fichtenholz oder was auch immer das ist. Also, ja, ja. Ja, okay. Wie gesagt, ich stelle das sowieso online. Wenn ihr noch einzelnes irgendwelches Infomaterial aus einem bestimmten Bereich braucht, könnt ihr mir das sagen. Vieles davon kann man googeln, ist aber dann immer schwierig, die Quelle zu prüfen, weil ihr vielleicht nicht immer genau wisst, welche Quelle macht es vernünftig und was nicht. Den Vortrag hier habe ich aufgenommen. Ich denke, das hat geklappt und stelle den online. Und ich habe euch hier noch was mitgebracht, das ist jetzt nur Quatsch, so als kleine Erinnerung, dass wir zumindest nur messen. Wir meinen nicht, wir glauben nicht, wir weinen auch nicht oder, ne, oder was ihr gefragt habt, wir verzweifeln auch nicht, sondern wir messen einfach nur und dann schauen wir uns das an und an den Stellen, wo wir was machen können, versuchen wir was zu machen und wenn es dann nicht klappt, kann ich es auch nicht ändern. Ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, die Leute werden sich nie pflanzlich ernähren, kann ich nicht ändern. Ich kann nur die Informationen liefern, ihr habt es heute gesehen, wenn die Leute dann entscheiden, sie interessieren sich einen Dreck für ihre Kinder und Tiere, okay, dann interessieren sie sich halt einen Dreck für ihre Kinder und Tiere. Ist mir auch egal, also ich persönlich finde ich das scheiße, aber ich kann es ja sowieso nicht ändern. Ne? Also dann muss ich das halt hinnehmen, dann lebe ich halt in einer Welt, in der die Menschen rumlabern, anstatt was zu tun. Okay, kann ich mit leben. Ich habe, wie gesagt, auch andere schlimme Dinge schon gesehen. Also, ja. Also das sind so kleine Messkärtchen, die legen wir normalerweise neben Leichen und Spermaspuren und Blutspuren. Und so. So, jetzt muss ich leider wegflitzen, damit ich den letzten Zug nach Leipzig kriege wegen des Streiks. Ja, mach noch was. Ja, danke schön. Ja. Ach, schon gut. Feiert schön. Schönen Abend, feiert schön. Ciao.